So, liebe Leute, willkommen zur 157. Folge der Honigwabe. Heute wollen wir mit euch, wie Titel und Thumbnail schon sagen, unter anderem nochmal sprechen über den Terroristen von Würzburg, der jetzt amtlich bestätigt kein Terrorist mehr ist, sondern einfach nur ein armer, schuldunfähiger, geisteskranker. Zitat, es hatte keine politische Motivation, was im Endeffekt bedeutet, es gibt so etwas wie Islamisten nicht mehr. Islamistischer Terror wurde jetzt umgeframed zu einfach nur geistig kranken Terror. Wir wollen, wo wir schon bei Terror sind, auch nochmal über die Truppe von Lina E. sprechen, die diverse Rechte oder ja Leute, die sie als rechts definiert haben, zu Hause besucht haben mit dem Hammer und gefoltert haben, teilweise über mehrere Stunden. Die sind jetzt ziemlich in der Bredouille vor Gericht. Sie sind mittlerweile beim 60. Verhandlungstag und nun gibt es einen Kronzeugen namens Johannes D., der recht detailliert schildert, was da so abgelaufen ist. Wir haben ein relativ langes Land der Woche wieder. Wir haben von Kaspar diesmal das Thema von den 70 Sprachwissenschaftlern, die Kritik geäußert haben an der gesamten Gender-Geschichte und ja, er wird sich damit auseinandersetzen, was da noch so alles zurückgekommen ist. Wir haben Video-Quickies, wir haben die üblichen Einspieler, Dumbledore 3, Straftat der Woche. Und damit auch willkommen an meinen Co-Host Kasper. Jo, hallo Schlomo, hallo liebe Zuschauer. Ich würde schon direkt eine Sache vorwegnehmen und Kritik auch vorwegnehmen. Ich habe gerade schon gesehen, da kam ein Superchat rein von Waldkind. Vielen Dank erstmal dafür. Wir sind noch nicht ganz durch. Wie ihr seht mit dem neuen Design, die Superchats, die müssen noch vernünftig eingebunden werden. Da oben in die Ecke, wo gerade die gute Frau Merkel euch anguckt. Das kriegen wir bis nächste, übernächste Folge, sollte das alles stehen. Ich hoffe, euch gefällt das Design. Und dann schon mal ganz kurz, vielleicht, wenn du die Zeit hast, das einzubinden, was ich dir gerade geschickt habe. Mhm. Das habe ich gerade eben angezeigt bekommen. FDP und Grüne geraten bei längeren AKW-Laufzeiten und den Plänen zum Gassparen aneinander. Dieser Streit lässt tiefe Risse in der Ampelkoalition erkennen, berichtet Markus Balser. Ich habe das gerade so gelesen, dachte mir so, das ist doch komisch, ne? Weil bei Ferda Attermann, du erinnerst dich, da hat der Kubicki gesagt, die müssen wir durchwinken, weil wenn wir die nicht durchwinken, dann könnte das einer Kritik an der gesamten Koalition gleichkommen und könnte den ganzen Laden sprengen. Mhm. Ich verstehe nicht so ganz. Also vor 2 Wochen war das noch so, man muss halt einfach durchwinken, was der andere haben will, weil sonst sprengt das die ganze Koalition. Und jetzt reibt man sich offensichtlich auf an den AKW-Laufzeiten. Das Ding ist ja auch innerhalb der Grünen ein gewisser Streit, ob man möglicherweise dann dieses Übel aus ihrer Sicht der Kernkraft in Kauf nehmen muss, weil halt hier die Welt untergeht. Ne? Ich meine, da steht dann eigentlich gegenüber, wer so den Thunbergs dieser Welt glaubt, die Welt geht unter oder wir produzieren hier halt diesen Müll, den wir irgendwo entlagern müssen und das ist halt doof und so. Und da ist natürlich dann, die Welt geht unter überwiegend. Also, man würde denken, es wäre natürlich überwiegend, aber zumindest ist es auch ein Konflikt unter denen selber. Aber Schlomo, warte mal kurz. Gibt es tatsächlich Grüne, die sagen, ja, ich bin für die Verlängerung der Laufzeit? Ja gut, das könntest du jetzt nicht gelten lassen, aber wahrscheinlich so ein Palmer würde in die Richtung gehen, ne? Würde ich raten. Ja, möglich, ich weiß es nicht. Also ich habe bisher noch keinen gehört, aber es könnte sein, dass es da ein paar Kandidaten also, gibt. Also sagen wir so, aus logischer Perspektive müsste es halt ein innergrüner Konflikt sein, ne? Es würde halt keinen Sinn machen. Also ja. Ich meine, die Welt geht doch unter, ne? Das ist ja das momentane Narrativ. Ja, ne, das ist ein guter Punkt, klar. Ich meine, dem würde ich ja dann entgegenwirken, wenn ich die AKWs nicht nur länger laufen lasse, sondern am besten neue baue. Und zwar am besten 20 Stück. Ja, genau. Ich meine, das ist halt auch die Position dann von der FDP. Ich glaube, auch diese Leute sind ja auf dem Klimazug mittlerweile ziemlich fest drauf. Und sie würden das dann wahrscheinlich so begründen, ebenfalls mit dem Klimawandel. Ne? Und ein paar Grüne, die etwas weniger ideologiezerfressen sind, wären dann wahrscheinlich eher schon auf ihrer Seite. Also das Ding ist, mit dem Attermann-Ding, das ist halt klar bei den Grünen. Ne? Scheiß auf die Kartoffeln und so, die sind der Abschaum der Erde. Da gibt es halt keinen inneren Konflikt. Aber da gibt es halt zumindest so etwas wie Ambivalenz. Ja, wenn du da sagst, Stumme, vielleicht ist da was dran. Ja, ich muss den Grünen noch kennenlernen, der sagt pro AKW. Aber gut, nichtsdestotrotz kommen wir zur eigentlichen Kritik. Kritik heute zur Rettung meiner Ehre, wohlgemerkt. Ich kann damit anfangen, der Schlummo, oder würdest du noch was loswerden? Nee, mach. Genau, bevor mich jemand vorwirft, was wir in Schulzeiten einen Storymaker genannt haben, zu sein. Ich habe euch am Donnerstag auf Twitch erzählt, dass mir Hofreiter mal mit seinem Kinderwagen die Vorfahrt genommen hat und dann wollte ich ein Beweisbild zeigen, einmal der Clip, Schlummo. Ja, der Alter, Mongo von der SPD. Dieser elende, nee, du dachtest, das ist Hofreiter oder nicht? Mit den langen Haaren. Nierung und Ablösung. Der elende, ohne Scheiß, Hofreiter hat mir heute vor 2 Monaten ungefähr, hat der mir die Vorfahrt genommen
auf dem Weg nach Hause. Da bin ich, ich schwör's, also dieses Vorfahrt genommen, man muss dazu sagen, der war mit einem Kinderwagen unterwegs. Ja, mit einer Frau und einem Kinderwagen. Und der ist gelaufen, wie heißt die Straße? Da, wo das ARD-Hauptstadtstudio ist. Ja, da geht er so auf die Straße und ich rase halt auf ihn zu und denke mir, ich bin ein guter Mensch und so, ne, Mann mit Kinderwagen, ich bremse mal, lass ihn vor. Und er geht dann so ganz selbstbewusst rüber und ich so, du Elender. Wenn ich gewusst hätte, wer das ist, ja, dann hättest du, hätte ich mir nicht die Vorfahrt nehmen lassen. Es ist, ich schwöre, ich habe davon sogar noch ein Bild. Ich habe davon noch ein Bild. Sag mal, war mal. Das ist ein Foto? Ich habe ein Foto gemacht von hinten allerdings. Aber ich muss das kurz raussuchen. Ja, und dieses Foto konnte ich dann am Donnerstag nicht mehr finden. Jetzt habe ich es aber gefunden. Schlumme, zeigt euch das mal. Da seht ihr meinen absoluten Lieblingspolitiker von hinten. Die sagen Nazi-Sprache! Ein guter Mann. Und das war's auch schon, was ich loswerden wollte. Sie tun Hass sagen! Ehre wiederhergestellt. Dankeschön. Man kann seine äußerst maskuline Physik so leicht erahnen auf dem Bild, aber halt leider von hinten, ne? Ja, leider. Ich meine, ne, der ist ja, ich muss in eine andere Richtung. Da dachte ich, also das muss ich jetzt noch kurz fotografieren. Der ist ja nicht zu fassen. Also wenn du mir sagst, das ist irgendwie eine 40-jährige Butschlesbe, dann würde ich dir auch glauben. Aber naja, ja. Wenn du sagst, das ist Anton Hofreiter. Ich schwöre, er war's. Er ist ja ganz dreist mit seinem Kinderwagen vor mir einfach auf die Straße. Ne, ich hätte da jetzt einen machen können auf Arschloch und fahre halt einfach, das wäre mein gutes Recht gewesen. Und der wäre mir auch nicht in die Karre gefahren mit seinem Kinderwagen, das wäre schon gut gegangen, aber es wäre zumindest knapp gewesen. Ne, und da dachte ich kurz danach so, Alter, nein, Alter, Anton Effing Hofreiter, nicht schlecht. Ja, als nächstes ist direkt die Straftat der Woche auf dem Plan und mit der viel Spaß. Islamist wollte Beamten, Zitat, Kopf abschneiden. Mutter verletzt Kobra-Beamten schwer. Ich übersetze Kobra-Beamten mal kurz aus dem Österreichischen. Das entspricht, glaube ich, dem deutschen SEK. Nur halt mit einem cooleren Namen. Er drohte Polizisten, den Kopf abzuschneiden. Die Mutter des türkischen IS-Fanatiker überfuhr nun einen Kobra-Beamten. Der Mann wurde schwer verletzt. Also der Kobra-Beamte, nicht der islamistische Kopfabschneider. Express mit doppelx.at vom 30. Juli. Doch wie kam es dazu? Nach einem Tipp aus Deutschland an den Verfassungsschutz bezüglich eines angeblichen IS-Fans leitete die Direktion Nachrichtendienst und Staatsschutz sofort Ermittlungen ein. Die Vorwürfe bestätigten sich. Zitat: Ich werde Beamten den Kopf abschneiden. Ausrufezeichen, Zitat Ende, schrieb der Islamist in sozialen Medien. Anschließend schritt die Kobra ein. Das klingt wie aus einem schlechten Actionfilm. Anstatt sich den schwer bewaffneten Elitebeamten zu ergeben, versuchten Mutter und Sohn zu fliehen. Sie stieg dabei aufs Gaspedal und überfuhr einen der Männer. Die restliche Einheit stoppte das Duo, die Ermittlungen laufen. Ja, das war ein erfrischend kurzer Artikel für einen derartigen Sachverhalt. Liebe Grüße gehen raus nach Österreich und dem Beamten wünsche ich gute Besserung. Seniorin, 75, stirbt nach Raubüberfall. 15-Jähriger festgenommen. Bild.de vom 28.07. Der Teenager hatte seinem ersten Opfer am Dienstagmorgen aufgelauert. Gegen 7.10 Uhr sprach er die 75-jährige Rentnerin vor dem Mitte-Museum an der Punkstraße an. Polizeiangaben zufolge habe der Jugendliche dann unvermittelt zugeschlagen, der älteren Dame die Einkaufstasche entrissen und sei dann mit dem Fahrrad geflüchtet. Die Seniorin stürzte und kam mit schweren Verletzungen im Gesicht und einem Oberschenkelbruch ins Krankenhaus. Trotz einer Not-OP verstarb die 75-Jährige kurz darauf. Einen Tag später schlug der 15-Jährige erneut zu. Dieses Mal attackierte er eine 79-Jährige an der Ollenhauer Straße in Reinickendorf. Er stieß sie zu Boden, schlug mehrfach mit der Faust auf die Seniorin ein und entriss ihre Handtasche. Zum Glück erlitt die Frau nur leichte Verletzungen im Gesicht und an der Hüfte. Der Teenager flüchtete erneut. Ein Augenzeuge, 40, konnte der Polizei allerdings Hinweise zum Täter geben. In einem nahegelegenen Wohngebiet nahmen Einsatzkräfte den 15-Jährigen fest. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Die Beamten sind sich sicher, dass der Jugendliche bulgarischer Herkunft für beide Taten verantwortlich ist. Ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Tiergarten erließ am Nachmittag Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Gegen den Jugendlichen wird wegen Raubes mit Todesfolge ermittelt. Er sei der Polizei bereits mehrfach durch vergleichbare Taten aufgefallen und gilt als kiezorientierter Mehrfachtäter, hieß es. Frage:
Was hat dieser 15-Jährige in Deutschland zu suchen? Wie kann es sein, dass ich mir bei der Polizei als Mehrfachtäter einen Namen mache und man schafft es nicht, mich mitsamt meiner Familie auszuweisen? Das war eine rhetorische Frage. Das ist politisch nicht gewollt. Unsere Politiker wollen nicht, dass die Anzahl solcher Taten und die Anzahl solcher Täter zurückgeht. Kommen wir zu Gewalt gegen Polizisten. Da gibt es ja mehrere Formen. Die linke Gewalt, die von Medien hier und da mal thematisiert wird. Da muss aber einiges vorfallen. Und mit einiges meine ich zum Beispiel mehrfacher versuchter Totschlag, wie letztes Jahr bei der Rigaer Straße, als von den Hausdächern Pflastersteine auf Polizisten geworfen wurden. Oder halt wie beim G20-Gipfel. Wann war der? 2018 oder so? 2017? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls berichten dann die Medien durchaus mal. Für unsere Politiker ist das durchweg uninteressant. Dann gibt es die alltägliche Gewalt gegen Polizisten und sonstige Einsatzkräfte. Auch da hier und da mal ein Artikel. Politiker kriegen aber in aller Regel ihre blöde Fresse nicht auf. Und es gibt die Gewalt der Querdenker. Ich habe da schon was vorgespeichert für den nächsten Livestream am Donnerstag. Ich nehme an mit Schlomo und Clowny, aber das müssen wir dann gucken. Da gucken wir uns mal gemeinsam den mit Abstand brutalsten Überfall auf einen Polizisten begangen durch Querdenker an und analysieren ein wenig. Markenzeichen der Medien bei solchen Fällen ist das von mir sogenannte Overreporting. Gibt's das schon, das Wort? Overreporting. Overreport. Report an event or instance of something with disproportionately great frequency or emphasis. Also ja, ich habe da kein neues Wort geprägt. Das gibt es schon. Eine deutsche Übersetzung finde ich übrigens nicht. Aber gut, kommen wir zum dieswöchigen Fall von Gewalt gegen Polizisten, welcher die Medien bestenfalls am Rand interessiert, unsere Politiker jedoch gar nicht. Jugendliche, wer sonst, verprügeln Polizisten. Krankenhaus. T-Online, da kommt mir direkt schon ein bisschen Kotze hoch, vom 29.07. In einem Frankfurter Lebensmittelmarkt haben mehrere Jugendliche randaliert, den Marktleiter mit Pfefferspray besprüht und einen Polizisten krankenhausreif geschlagen. Ja, im Grunde ist das schon die Meldung. Soll ich weitermachen? Vielleicht versuchen wir das mal in Double Time. Bei dem Vorfall am Dienstagabend in der Dürkheimer Straße sei es zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Marktleiter und den Jugendlichen gekommen. Dann sei die Situation vollends eskaliert. Der 51-Jährige wurde durch das Pfefferspray der Jugendlichen verletzt, dann kamen zwei Polizeibeamte einer Streife dazu, so heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung der Polizei. Ein 19-Jähriger habe sich daraufhin zunächst geweigert, seine Personalien zu nennen. Als ein Polizeibeamter ihn daraufhin zu einem Streifenwagen führen wollte, soll es zu einem Handgemenge gekommen sein. Beide stürzten zu Boden, wo der Beamte versuchte, dem Teenager Handschellen anzulegen. Daraufhin habe aus der umherstehenden Jugendgruppe eine oder mehrere Personen mehrfach auf den Polizisten eingetreten. Auch der Kopf des Polizisten wurde dabei getroffen. Er musste ins Krankenhaus. Gut, den Rest erspare ich uns. Frankfurts neuer Polizeipräsident Stefan Müller zeigte sich übrigens schockiert über den Vorfall. Na dann schnell sammeln, Herr Müller. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Wahrscheinlich nicht mal das letzte Mal in diesem Jahr. Aber es ist möglicherweise das letzte Mal in diesem Jahr gewesen, dass die Medien da mal nachhaken und sie sich öffentlich zu sowas äußern müssen. Von daher meine Glückwünsche an dieser Stelle. Wahrscheinlich haben sie ihren Sold für dieses Jahr schon übererfüllt, dadurch, dass sie sich schockiert gezeigt haben. Genug, wie sich herausstellte. Dabei hatte die Polizei im Vorfeld versprochen, dass sich diesmal solche Szenen wie Sonntagabend in Chemnitz nicht wiederholen würden. Da hatten Rechte eine regelrechte Jagd auf Menschen anderer Hautfarbe veranstaltet. So, als nächstes steht das Land der Woche auf dem Plan. Und auch dafür spiele ich euch nochmal kurz das Intro ab. Das Land der Woche. Ja, Kaspar, die obligatorische Frage. Hast du schon irgendwelche Ideen, was diese Woche das Land der Woche sein könnte? Ja, ich glaube, diesmal ist es Kamerun. Kamerun ist eine gute Antwort. An Kamerun, manchmal google ich auch einfach Länder, wenn ich die Recherche quasi dafür mache und gucke, ob da irgendwas passiert ist. Und Kamerun hatte ich, glaube ich, noch nie probiert. Das werde ich, glaube ich, nächste Woche mal probieren. Zunächst einmal würde ich euch gerne darauf hinweisen, dass in Amerika, um genau zu sein in Wisconsin, gerade der Weltrekord für die meisten Bierdosen, die man an seinem Kopf befestigt hat, gebrochen wurde. Es geschehen noch Zeiten und Wunder, ja, Wahnsinn. Inzwischen ist man dabei 10 angekommen. Derselbe Typ hatte vorher mit 8 den Weltrekord schon einmal gebrochen im Jahr 2016, wurde dann aber von einem Japaner übertrumpft, der 9 Bierdosen an seinem Kopf befestigen konnte. Und ja, jetzt hat er die Zweistelligkeit erreicht und einen neuen Weltrekord aufgestellt. Hä, das ist der Jumbo Schreiner hier auf dem Bild.
Das ist doch der Typ hier von, wo macht denn der mit hier? Bei Galileo oder so? Genau, Galileo, ja. Der geht aber da, wo die größte Pizza gebacken wird oder so. Das ist doch der, oder nicht? Also ich glaube, das ist eher so ein Symbolding. Ich glaube, sie wollen hier erklären, warum es überhaupt möglich ist, ohne Klebeband oder irgendwelche Hilfsmittel eine Bierdose an deinem Kopf zu befestigen. Und dieser Typ zeigt das dann. Ich glaub, das ist nicht der Typ, der den Rekord wirklich gebrochen hat. Nein, schade. Ja, wo wir schon in Amerika sind, viele Sachen sprechen diese Woche für Amerika. In Washington wurden nämlich 7 verschiedene Spezien, ist Spezies oder Spezien, wenn ich die Mehrzahl mache? Eine Spezies, 2, ich glaube Spezien. Ich weiß es nicht, ich glaube Spezien, ich habe keine Ahnung. Genau, in dem Fall 7 verschiedene Spezien von Pseudoskorpionen entdeckt wurden. Wahnsinn. Pseudoskorpione, soweit ich das dem Artikel entnehmen kann, unterscheiden sich von normalen Skorpionen vor allem dadurch, dass sie nicht auf die Jagd gehen, nicht aktiv die Beute suchen, sondern eher wie eine Spinne die Beute zu sich kommen lassen. Die können auch Seide produzieren und Spinnen und so weiter. Es ist quasi eher eine Spinne als ein Skorpion, aber es sieht aus wie ein Skorpion. Ja, und davon wurden gerade 7 neue entdeckt. Auch für Amerika steht das, oder spricht, dass gerade das neue Beyoncé-Album Renaissance rausgekommen ist, was offenbar, wenn wir dem NDR Glauben schenken können, die queere Community feiert. Und ich Wahnsinn. Ich will mal hier in Auszügen vorlesen, was sie darüber sagen, denn es ist also so ein Artikel vom Gebührenrundfunk, da denkt man sich, wie bezahlen die dafür, so eine Rotze hier hinzuschreiben? Endlich ist es soweit. Beyoncé-Time. Ich öffne die Streaming-App und da ist es. Act One Renaissance. 16 neue Tracks von Queen Bee. Ist fast der Autor ein Mann? Ich glaube ja. Gay. Warte, steht das hier? Nee, steht hier leider nicht. Aber ich glaube ja. Fast alle über 3 Minuten 30 lang. Also Kopfhörer rein und los geht's. Bereits der zweite Track, Cozy, bestätigt das, was Beyoncés erste Single, Break My Soul, vor ein paar Wochen angekündigt hat. Die Queen läutet mal wieder eine neue Ära ihrer Musikästhetik und eine neue Ära in der Popmusik ein. Die Wiederkehr der Dance Music. Erneut beweist Beyoncé ihr Gefühl für den Zeitgeist. Der Sound, den DJs in den angesagten Clubs und Radios weltweit bringen, der Sound, der die Leute heute zum Tanzen bewegt, ist fluide. Er spiegelt die sich immer wieder vermischende und gegenseitig referenzierende Musiklandschaft wider und er soll Spaß machen. Den Leuten eine gute Zeit geben, fernab des ganzen Mist da draußen. Beyoncés neues Album Renaissance top produziert. So auch Renaissance. Auf ihrer Website kündigte Beyoncé schon vor ein paar Wochen an, dass ihr die Albumproduktion durch die Pandemie geholfen habe. Oder verkündete sie es. Dass sie sich dabei frei fühlen konnte, fernab von Perfektionismus und Verurteilung. Sie hofft, dass es den Hörenden, also die Hörer werden hier gegendert, genauso gehen werde. Ja? Und ja? Nein, es bestätigt nur meine Dings hier. Schon mal, von welcher Quelle ist denn der Artikel? NDR, das ist der NDR. Also wir NDR, haben diesen Artikel hier bezahlt. Okay. Ah ja, jetzt habe ich es. Ich will jetzt nur kurz herausfinden, ob der Autor ein Mann ist oder nicht. Aber sorry, bitte fahre fort, Schlummer. Und hat dafür einige der besten Produzent, Sternchen, Innen und Songschreiber auf den Plan gerufen. Der Wink zur Bounce-Music passt ins Bild. Hat die Sängerin mit ihrem Album Beyoncé 2014 den Feminismus zelebriert, so feiert Renaissance nun die queere Community. Also ja, sie ist offenbar im Programm ganz vorne mit dabei. Auf ihrer Website schreibt Beyoncé, dass sie das Album ihrem Onkel Johnny widme. Er habe ihr diese Art von Musik gezeigt und viel Queer Energy in sich getragen. Dazu sind Dance Music und die Clubkultur der 70er Jahre fest verwachsen, oder ja doch, schreiben sie so, dazu sind die fest verwachsen, mit der queeren Emanzipationsbewegung. Interpretinnen wie Grace Jones, Madonna und Donna Summer, deren Sound aus Giorgio Moroders Studio in München über den Atlantik bis in die Ballroom-Culture des New Yorker Untergangs fand. Sie gab vielen Menschen der LGBTIQ-Plus-Community damals einen sicheren Ort zum Tanzen und sie selbst sein. Hauch von Queerwashing, also jetzt wird es etwas kritisch hier, Hauch von Queerwashing bei Renaissance. Und dann ist da auch noch dieser plötzliche Wink in die queere Community. Okay, Beyoncé hat immer mal wieder subtil klargemacht, hinter wem sie steht. Und ja, einige queere Menschen haben an der Platte mitgearbeitet, aber Beyoncé war nie so aktiv queere Fürsprecherin wie beispielsweise Lady Gaga, Madonna oder Donna Summer. Okay, also in anderen Worten, nicht gut genug. Ja, nicht ist gut genug. Ist das, was da... Ja, alles zu klar. Spät, zu wenig.
Profiliert sich Beyoncé selber durch die Kunst queerer Ikonen? Weht ein Hauch von Queerwashing durch Renaissance? In jedem Fall war das erst der erste Akt, wie Beyoncé auf ihrer Website mitteilt. Noch zwei weitere Projekte sollen folgen. Wann ist noch unklar. Aber bis dahin fühlen wir uns wohl erstmal wohl auf dem Dancefloor. Also das ist im Endeffekt der Artikel. Alter, was zum Also wir bezahlen irgendeinen, ich weiß nicht, offenkundig Geistesgestörten dafür, diesen Rotz hier zu Papier zu bringen? Ja, nee, ich nehme das alles zurück. Also die Autorin heißt Alba Wilczek und die sieht halt aus wie eine Feministin. Ah ja. Also die Queen und so weiter, das ist, wie gesagt, das sind die Medien, die wir finanzieren. Um zu etwas Positiverem zu kommen, in Großbritannien wurde gerade der Rekord für die größte Disco-Party gebrochen mit 600 Teilnehmern, die zu einem Song zusammen getanzt haben. Genau gesagt 598 Teilnehmer. Das sind mehr als beim Rekord davor. Das waren 270 Teilnehmer. Was? Da haben 500 irgendwas Leute zu einem und demselben Lied gleichzeitig getanzt. Und das soll ein Weltrekord sein. Jetzt, wo du das so aussprichst, klingt es irgendwie komisch, ja. Ich meine, bei jedem Konzert wäre das eigentlich der Fall. Vielleicht ja. Ist es irgendwie mit der Disco ein spezielles Tanzen oder so? Oder es war queeres Tanzen oder sowas. eine queere Disco. Ein Weltrekord in der queeren Disco. Irgendwie so, also. Das kann auch sein. Vielleicht haben wir uns auch gerade die Kritik schon mal für die nächste Folge geerntet. Aber auf jeden Fall wurde da irgendwie ein Disco-Tanzrekord aufgestellt in Großbritannien. Und das ist ja auch was Feines. Es wurden an der Küste zwischen Hawaii und Mexiko, also in dem Meer dazwischen, wurden insgesamt 30 neue Tiefseespezien erfasst. Wir sehen hier eine von diesen Spezien. Die sehen alle relativ abgedreht aus. Die sieht aus wie, ich weiß gar nicht, ein Schuhlöffel. Wäre wahrscheinlich die beste Beschreibung, die ich dafür finden würde. Ich sehe zwar noch nichts, aber doch, jetzt sehe ich was. Sieht aus, für alle, die The Boys schon gesehen haben, sieht aus wie The Deep würde nicht Nein sagen. Ja, ihr versteht schon, Zwinker, Zwinker. Hier habe ich dann noch irgendwie ein Video, das ich lustig fand. Das hat nichts mit diesen Tiefseespezien zu tun, aber das sind Aale, so wie ich das verstehe. Die habe ich einfach nur reingebracht, weil es halt um Meereslebewesen geht und die irgendwie abgedreht aussahen. Genau. Dann ist die Frage, hat eines dieser Länder diesmal es geschafft, die gläserne Decke zu durchbrechen und unser Land der Woche zu werden? Ja klar, also ganz, ganz safe. Ich weiß nicht welches, aber ganz sicher. Die Antwort ist leider mal wieder nein. Es ist wieder einmal die gute alte Ukraine. Schlummo, du schockierst mich immer wieder aufs Neue. Denn der ukrainische Botschafter in der Schweiz hat jetzt endlich mal der fucking Glückskette das Maul gestopft. Du beschwerst dich ja quasi auch immer, wenn wir privat kommunizieren, über die Glückskette und deren Machenschaften. Ich glaube, es gibt kaum jemanden. Was ist das? So eine Art Kettenbrief oder was? Nee, das ist so ein bisschen wie Aktion Mensch oder so, glaube ich. Das ist so eine wohltätige Organisation in der Schweiz. Und die hat sich nicht tief genug gebückt, oder? Ja, also es geht darum, erstmal sagen sie, die Spendengelder wären gar nicht in der Ukraine gelandet. Das ist die Behauptung erstmal. Dazu hat dann die Glückskette dagegen gehalten, dass 15 Millionen Franken in die Ukraine geflossen seien und bla bla bla. Und dann hat die Glückskette daraufhin nochmal gesagt, ja, uns geht's aber nicht wirklich darum, dass die nicht in die Ukraine geflossen seien, sondern die sollen direkt an den Staat gehen. Was offenbar den Prinzipien der Glückskette widerspricht. Also die wollen das an zivile, ja, Nothilfeorganisationen halt dann weiterleiten. Das ist offenbar auch, was ihre Spender da erwarten. Aber ja, die kriegen jetzt richtig Stress vom Schweizer Botschafter oder vom ukrainischen Botschafter in der Schweiz, dass sie halt diese Kohle direkt an den Staat geben sollen, weil er halt an der Ostfront, also das soll jetzt keine Anspielung sein, wortwörtlich an der Ostfront gebraucht würde, diese Kohle, und nicht bei irgendwelchen Nothilfesachen für Zivilisten. Ja, also wieder mal verdient. Ein verdienter Sieg. Ja, endlich mal die Eier bewiesen. Endlich mal wurde was gemacht gegen die Tyrannei der Glückskette. Ja, und damit kommen wir zum heutigen Doppelstandard der Woche. Ja, erinnert ihr euch noch an die Zeit, als Lauterbach, das war im April, vor einer Killer-Variante warnte, die dann nie gekommen ist? Ziemlich genau einen Monat später übrigens, das Bild hier ist diesmal von Horizont gefunden, so auf Twitter. Ziemlich genau einen Monat später war ihm dann auch aufgefallen, wie lächerlich das Ganze war, und er räumte ein, dass der Begriff Killer-Variante nicht optimal gewählt war. Und diese Woche, also zwei Monate, nachdem er verkündete, dass er nicht von einer Killer-Variante hätte sprechen sollen,
Diese Woche hat er erneut von einer Killer-Variante gesprochen und gewarnt. Ich glaube, es wird keine Killer-Variante geben. Wer gegen mich wetten will, der soll sich bitte in der Kommentarsektion bemerkbar machen. Ich habe ja noch von Jonas Danner, ebenfalls zu finden auf Twitter, ein Bild für euch. Da seht ihr die Anzahl der belegten Betten. Ich meine, ihr kennt das alle. Ja, ihr kennt den Spaß alle schon. Anzahl der belegten Betten über den Verlauf der letzten 2 Jahre. Und netterweise hat da jemand, dieser jemand ist, glaube ich, Jonas Danner, die entsprechenden Wellen eingetragen, vor denen ja auch der Herr Lauterbach immer wieder gewarnt hatte. Das sieht irgendwie weitestgehend gleich aus. Minimaler Peak im Mai 2021. Aber das heißt doch nichts, Freunde. Ne, der Lauterbach hat jetzt wieder eine Killer-Variante in der Hinterhand. Vor allem, dass die Scheiß-Intensivbetten alle abgebaut wurden währenddessen. Ne? Also am Anfang hatten wir auch richtig viele und dann werden es immer weniger während der Pandemie. Ja, so ist es. Ganz merkwürdig, was da abgeht. Ja, als nächstes ist dann die Hau mit dem Messer auf dem Plan. Das ist heute von Bamboleo Bob. Euch vielleicht auch bekannt als der menschgewordene Strohmann. Der hat auch einen YouTube-Kanal unter demselben Namen, menschgewordener Strohmann. Und er hat auch teilgenommen an der Akademie. Da waren wir beide ja schon mal zu Gast. Ich glaube, du in deren ersten Folge, ich in deren dritten Folge. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Jedenfalls ist das ein Musikwettbewerb, wo konservative Musik gemacht wird. Und da kommt auch Bamboleo Bob her. Und sein How I Met Your Messer Song, den er selbst geschrieben hat, ist dieser hier. Es ist Zeit für How I Met Your Messer und ihr wisst, was das heißt. Alle medial dokumentierten Messerstraftaten dieser Woche ab der Schwere einer Bedrohung mit gezogener Waffe aufgearbeitet in einem kleinen Liedchen. Los geht's. Alles klar. How I Met Your Messer. Honigfarbe. Messerstraftaten in den folgenden Städten. Bad Oeynhausen, Basinghausen, Berlin. Berlin, Bochum, Bremerhaven, Darmstadt, Dortmund, Dresden, Düsseldorf, Essen, Forchheim, Frankfurt, Freiburg, Gelsenkirchen, Hamburg, Hannover, Heideland, Heilbronn, Herford, Hildesheim und Konstanz, Limburg, Lüneburg, Marburg, Mörs, Neu-Ulm-Nürnberg, Paderborn, Pinneberg, Reutlingen, Rüdesheim, Siegburg, Salmada, Stralsund, Stuttgart, Viersen, Wiesbaden, Wuppertal. Und das waren dieses Mal alle. Wir hatten diese Woche 45 erfasste Fälle, 2 davon waren Tötungen, 21 Angriffe und 22 Bedrohungen. Unter den in der Presse genannten Tätern waren diesmal 2 Repräsentanten der üblichen stark überrepräsentierten Demografien. Unter diesen einer mit dunklem Teint und einer, der Deutsch, Englisch und Arabisch sprach. Außerdem unter den Tätern war eine Asiatin mit akzentfreiem Deutsch, einer, der Deutsch ohne Akzent sprach, einer mit deutschem Erscheinungsbild, einer aus dem Drogenmilieu, ein Litauer, ein Rumäne und einer, der rechte Parolen gerufen haben soll. In allen anderen Fällen gab es wie immer überhaupt keine Angaben in diese Richtung. Das waren die nackten Fakten und das bei How I Met Your Messer. Und damit weiter im Text. So, als nächstes steht dann auf dem Plan, dass wir uns um Lina E. kümmern. Aber vorher will ich noch eine weitere schöne Funktion von unserem neuen Layout zeigen, und zwar diese hier. Jetzt sehen wir die Bienen, die ansonsten halt die Bienen von den Patreons durchs Bild fliegen, die ansonsten halt einfach stationär auf dem Layout verteilt waren. Das kann ich jetzt eigentlich machen, wann immer ich will. Einfach mal kurz so durchfliegen lassen, wenn gerade nichts zu tun ist. Oder auch einfach mal so, während Kasper irgendwas macht und ich mich nicht konzentrieren muss oder so. Also ja, eure Bienen gibt es weiterhin, aber die sind jetzt animiert. Und es wird dann wahrscheinlich durch diese Funktion, also irgendwann wäre halt alles voll gewesen beim alten Layout. Aber dadurch, dass wir es jetzt so machen können, werden wir wahrscheinlich noch ein paar mehr Bienen freigeben, die Leute haben können. Also dieser Patreon-Perk wird dann erweitert. Genau, und das Ganze soll auch auf kurz oder lang dann automatisiert werden. Nicht, dass wir das mal eine ganze Folge lang vergessen, diesen Knopf zu drücken. Dass hier ab und zu mal die Bienen summen, Freunde. Ja, damit kommen wir zu Lina E., die und deren Schlägertrupp gerade schwer belastet werden am 60. Verhandlungstag von einem Johannes D., der jetzt Kronzeuge ist. Ging es übrigens auch so, dass du irgendwie dachtest, die Geschichte wäre schon durch und die wäre irgendwie zu irgendeiner Zirkusnummer 2 Jahre auf Bewährung oder irgendwie so verknackt worden? Nee. Also mir war klar, da muss irgendwann noch irgendwas kommen, weil die Anschuldigungen schwiegen so schwer, das können die nicht einfach mal so abhaken. Ja. Ja, auf jeden Fall, dieser Johannes D., der ist 30 Jahre alt, der war selber in Verdacht geraten und beschuldigt worden von seiner Ex-Freundin, sie geschlagen und vergewaltigt zu haben.
Und offenbar war das, dieses Erlebnis, das, was ihn jetzt dazu motiviert hat, auszusagen gegen seine linksextremen Freunde. Er sagt dazu, ich verlor dadurch meine Arbeit als Erzieher in Warschau, wo ich mir eine neue Existenz aufbauen wollte. Daher habe er sich entschlossen, auszusagen. Also das ist auch halt ja irgendein Abschaumtyp. Ne? Ist natürlich kurze die Frage, Schlummo. Kurze Frage. Warum ziehe ich, mir ist kein Warschau in Deutschland bekannt, warum ziehe ich in ein verglichen mit Deutschland erzkonservatives Land, wenn ich ein Linksextremer bin? Gute Frage. Warum sollte ich das tun? Okay. Wollte ich nur was in den Raum werfen. Wundert mich. Auf jeden Fall, er war dadurch dann so abgestoßen vom eigenen Lager, dass er beschlossen hat, gegen es auszusagen. Und er ist wahrscheinlich auch der Grund, aus dem Lina E. und Konsorten am Ende auch irgendwelche Konsequenzen erfahren werden. Er war übrigens auch entweder dabei oder er hatte direkte Kenntnis von dem Anschlag auf eine Leipziger Immobilienprokuristin, also diese Frau, die im Immobilienwesen gearbeitet hat, die da zu Hause überfallen und gefoltert wurde. Da hat er offenbar auch Kenntnis zu und auch dafür ja, ist er. Ja? Da muss ich ganz kurz einhaken, weil der Fall war damals recht wichtig. Wir haben den hier auch behandelt. Ne? Die Kritik, die es ja damals gab an ihr, war halt die, dass die verdienen hier viel Geld und ich weiß nicht, anstatt Wohnungen für Arme zu bauen oder so, baut man halt schöne Bürogebäude und neue Luxusimmobilien, irgendwie sowas in der Art. Ja, und in Leipzig ist das ja, also da gibt es ja eine große Hausbesetzerszene, ne? Und da gibt es ja quasi einen Kleinkrieg zwischen den Immobilienleuten und den Hausbesetzern. Ja, und was hier schon die große Neuigkeit ist, ist folgende. Bisher konnte man eine Verbindung von dieser Tat zur Gruppe Lina E. nicht ziehen. Das stand vom Anfang an, stand das im Raum, auch bei den Medien. Ja, stecken die auch dahinter, aber es gab irgendwie nie irgendwas Konkretes. Und das finde ich ganz schön, dass das jetzt mal aufgebröselt wird, weil jetzt haben wir was Konkretes. Ja, wir haben jetzt zumindest eine Person, die mit beiden Gruppen oder die scheinen ja weitestgehend deckungsgleich zu sein, diese Gruppen, ne, zu tun hatte. Ja. Also ja, vorher war es nur das Tatschema halt, ne, was genauso war wie bei den anderen Taten. Und ja, jetzt hat der Typ es damit auch endgültig verknüpft. Er hat nun ausgesagt über den Angriff auf den Besitzer der rechten Szene-Kneipe Bullseye, worüber er sagte, also er war offenbar engagiert worden, darauf einen Anschlag zu verüben und dieser Anschlag wurde dann auch verübt und diese Leute, also der Besitzer und seine Begleitung, wurden mit Reizgas und Metallstangen malträtiert und er sagte dazu, Ziel der Aktion war es, die Faschisten so zu verletzen, dass sie ihre Tätigkeiten nicht mehr ausüben können, sie zum Aufgeben zu bringen, ihren Willen zu brechen. Also, ich meine, die sind halt komplett offen damit, was da abgeht, ne? Intern werden die auch genauso reden. Sie wollen halt diese Leute aus der Gesellschaft raustreiben. Sie wollen diesen Leuten das Leben so sehr zur Hölle machen, dass sie einfach einknicken und ja wieder auf der bunten Party mittanzen. Ja. Die Bundesanwaltschaft wirft der aus Kassel stammenden Studentin Lina E. sowie drei Männern aus Leipzig und Berlin vor, zwischen 2018 und 2020 Angehörige der rechten Szene in Leipzig, Wurzen und Eisenach attackiert und zusammengeschlagen zu haben. Also über mehrere Jahre ging diese Geschichte, bis sie dann festgenommen wurde halt, wo die gute Frau Juliane Nagel dann zugegen war, also wo sie dann quasi angerufen wurde und innerhalb von ein paar Minuten, ich weiß nicht, eine Viertelstunde oder so, ne, war sie dann da auf der Matte? Ich glaube, es waren Zitat, keine 10 Minuten. Und so wurde das auch im Polizeiprotokoll vermerkt. Das hatten wir damals hier mit Originalquelle. Die Quelle suche ich euch gleich nochmal raus. Die ist sogar in meiner Quellensammlung drin. Ist von Welt.de. Ich reiche das gleich nochmal nach, wo ihr das genau finden könnt. Nochmal. Da wird eine Wohnung gestürmt von der Polizei, in welcher man Linksextremisten vermutet und offensichtlich damit auch genau richtig lag. Keine 10 Minuten später steht eine Landtagsabgeordnete der Linken im Hausflur und guckt mal so, dass die Polizei auch keinen Blödsinn macht und so. Ja, also, stellt euch bitte kurz vor, wir machen das hier öfter mal, aber das ist ein dermaßen schönes Beispiel, da muss ich nochmal darauf hinweisen, stellt euch bitte vor, wir haben einen rechtsextremen, irgendeine rechtsextreme Gruppierung, die Polizei reitet dort ein, am Ende stellt sich heraus, ja, das ist höchstwahrscheinlich eine rechtsextreme Gruppierung, die für mehrere Gewaltdelikte verantwortlich ist und 10 Minuten nachdem die da einreiten, steht da ein Landtagsabgeordneter der AfD und guckt mal der Polizei so auf die Finger, ob alles so gut läuft, wie die das so machen. Ja, und der Punkt ist der, wenn es so gewesen wäre, dann müsste ich jetzt hier nicht meine Quelle raussuchen von Welt. Dieser eine Artikel, wo das drinnen steht in den 10 Minuten. Das wäre die Überschrift gewesen in jedem Scheißartikel zu diesem Thema.
Die Verteidigung versucht offenbar nicht mal wirklich anzuzweifeln, dass diese Taten begangen wurden, sondern sie versuchen, die Anschuldigung der kriminellen Vereinigung anzufechten. Und zwar damit, dass hier aus einer Anzahl von Körperverletzungshandlungen eine kriminelle Vereinigung konstruiert werde. Also das ist deren Argument, das wäre halt einfach nur vereinzelte Sachen. Also quasi Lina E. und ihre Freunde sind einfach Choleriker. Die hauen gerne mal irgendwie mal auf die Fresse. Das hat nichts mit irgendeiner Organisation zu tun. Wenn die damit durchkommen, Alter, ne? Also viel clownworldiger wird es ja nicht. Ja, ja. Jetzt gibt es offenbar aus dem linken Spektrum, auf so Seiten wie in die Media und so, schon Mordaufrufe gegen diesen Johannes D., also den Kronzeugen, der jetzt gegen die Lina E-Bande aussagt. Und an dem Markieren von Johannes D. als halt Feind, als Verräter, beteiligt sich auch die Rote Hilfe, die wir hier auch schon mal besprochen haben, fleißig. Die hat dazu gesagt: Wie wir erfahren mussten, fanden die letzten Durchsuchungen aufgrund von Kronzeugenaussagen statt. Johannes D. hatte sich entschieden, im Tausch gegen vermeintlichen Schutz und Strafmilderung ausführliche Aussagen bei den Repressionsbehörden zu machen. Der Ex-Genosse soll, so der Verein, so viel geplaudert haben, dass seine Aussagen rund 140 Seiten umfassten. Doch es geht nicht nur um die Hammerbande, hinzu kommen offenbar weitere Aussagen zu Personen und Strukturen aus der linken Bewegung im ganzen Bundesgebiet, über die D. Kenntnis zu haben vorgibt. Also, die wollen zum einen, also sie wollen ihn markieren als einen Verräter, sie wollen ein Exempel wahrscheinlich an ihm statuieren oder statuieren lassen durch Dritte und sie wollen auch noch gleichzeitig abstreiten, dass er irgendwas mit der Geschichte, also dass er überhaupt Kenntnis über diese Dinge hat, dass er wirklich in der linken Szene war. Das ist interessant, weil die Rote Hilfe nicht nur die Organisation ist, die von der letzten Generation empfohlen wird, sich an sie zu wenden, wenn man irgendwie Probleme mit den Anwaltskosten hat, sondern auch eine Solidaritätsbekundung erfahren hat 2019, als man sie verbieten wollte hier, von Seiten des Magazins Antifa vom VVN-BDA. Was wiederum interessant ist, weil dieselbe Zeitung einen Gastbeitrag veröffentlicht hat vor ziemlich genau einem Jahr, vielleicht einem Jahr und einem Monat, von Nancy Faeser, unserer Innenministerin. Also wir können hier indirekt eine Verbindung herstellen zwischen unserer momentanen Innenministerin und der Lina E-Bande. Also unter anderen Vorzeichen, Wahnsinn. Du hast gerade schon angesprochen, wir erwähnen es hier häufiger, aber ja, das wäre undenkbar. Ich reiche das ganz kurz nach. Es gibt hier einen Artikel zum Beispiel, der seit Jahren wichtigste Prozess gegen die linksextreme Szene beginnt. Und da steht leider nicht das mit den Minuten drin. Ich weiß nicht, welcher Artikel das von Welt war. Noch ehe die Durchsuchungsmaßnahme Ende 2020 abgeschlossen war, tauchte eine prominente Person im Hausflur auf. Juliane Nagel, Stadträtin und Landtagsabgeordnete der Linken, sie gilt als Ikone im unbeugsamen Konnewitz. Übrigens, nachdem Juliane Nagel dann weg war und die Polizisten den Laden da verlassen haben, flogen Steine auf die Polizisten von neu hinzugekommenen Personen von außen. Die sind nicht aus der Wohnung herausgeschmissen worden. Ja, also nur mal so, ne, sie hatte dazu auch getweetet, die Frau Nagel, also ne, dazu getweetet, dass jetzt hier gerade irgendwie eine Hausdurchsuchung stattfindet oder so. Und als die Polizisten dann gehen wollten, flogen Steine. Ich wollte es nur nochmal erwähnt haben. Ich nochmal kurz erwähnt haben wollte, ist, dass der VVN-BDA laut dem Bayerischen Verfassungsschutz anstrebt, die parlamentarische Demokratie abzuschaffen zugunsten des Kommunismus. Also auch das nochmal im Hinblick darauf, dass unsere Innenministerin Nancy Faeser einen Artikel für diese Leute geschrieben hat. Und ich wollte noch kurz schildern, was die Rote Hilfe, die wie gesagt verstrickt ist mit der VVN-BDA, die zusammenarbeitet mit unserer Innenministerin, so über sich selber sagt. Sie sagen, ihre Antirepressionsarbeit sei nach eigener Ansicht notwendig, um zum Beispiel Revolution zu machen. Antifa heißt Angriff tatsächlich in die Praxis umzusetzen oder Krieg dem imperialistischen Krieg entgegenzusetzen. Auch seien diese, also jetzt sind wir wieder dabei, was die Staatsanwaltschaft und der Staat über die sagen, das war damals noch, als die verboten werden sollten, auch seien die Solidaritätsbekundungen mit inhaftierten terroristischen Gewalttätern ein weiterer Beleg für die Bereitschaft zur aktiven Umgestaltung der bestehenden Verfassungsordnung, bla bla bla. Also die sind so linksextrem, wie es irgend wird. Die sind verflechtet mit Lina E. Lustigerweise, Lina E.'s Mutter ist Teil von der Roten Hilfe. Die ist in diesem Verein. Oh, oh, interessant. Und die Rote Hilfe wiederum ist verflechtet mit dem VVN-BDA, welche mit unserer lieben Innenministerin zusammenarbeiten. Oder besser gesagt, mit denen unsere Innenministerin aus ihrem freien Willen zusammenarbeitet. Also wie gesagt, wir können eine direkte Linie spannen zwischen der Lina E-Terrorgruppe und unserer Innenministerin Nancy Faeser. Und das war eigentlich der Hauptpunkt von der gesamten Geschichte hier. Ja, und damit bringe ich das Thema mal zu Ende. Ja, wunderbar. Dann übernehme ich jetzt, ne? Gibst du mir noch einmal die Bienen, Schlomo? Ja, du kriegst die Bienen. Dankeschön. Ich fange einfach mal an. Es
gibt mal wieder gute Kritik von vernünftigen Leuten am Gendersprech. Und so wie bisher das gelaufen ist, wird sich wieder mal nichts ändern. Die Öffentlich-Rechtlichen werden weitermachen wie bisher und ihr dürft weiter dafür zahlen, dass euch irgendein Arschloch im Fernsehen irgendwas von ZuschauerInnen oder Zuschauenden erzählt. Zu dem Artikel kommen wir gleich. Erstmal für alle, die es nicht mitbekommen haben. Diese Woche haben Ausschnitte einer Sendung im Bayerischen Rundfunk namens Diversity Tag auf Twitter die Runde gemacht. Und die Ausschnitte haben es wirklich in sich. Bemerkenswert ist vor allem, dass, obwohl das wahrscheinlich der bisherige Höhepunkt der Idiotie bei den Öffentlich-Rechtlichen war, die Leute erst diese Woche darauf aufmerksam geworden sind, denn die Sendung ist mittlerweile exakt 2 Monate alt. Bei fast 600 Bewertungen übrigens stabil bei 1,5 Sternen. Das soll was heißen, das Volk hat erneut gesprochen. Gut, jedenfalls einen Ausschnitt will ich euch jetzt zeigen, weil er für das folgende Segment relevant ist. Film ab. Gut, das ist ganz eindeutig eine Meinung und ich habe genau dazu die Frage, nämlich die letzte Mentimeter-Frage, die heißt, wie ist jetzt deine Einstellung zum Gendern nach der Diskussion? Also Gendern finde ich ab jetzt klasse, Gendern finde ich ab jetzt doof, Gendern finde ich weiterhin super, Gendern finde ich weiterhin unnötig oder habe da keine Meinung. Und es ist schon fleißig abgestimmt worden. Vorne liegen gerade 2 gleich auf. Gendern finde ich weiterhin unnötig und habe da keine Meinung. Gendern finde ich ab jetzt klasse, hat leider gar niemand also es hat niemand überzeugt, die Runde jetzt. Also ich glaube, es ist tatsächlich ein Aufruf, sozusagen nächstes Jahr wieder diese Veranstaltung zu machen, ob sich was verändert hat in einem Jahr. Also nochmal, wenn die überwältigende Mehrheit der Zuschauer nach 40 Minuten Propaganda sagt, lasst mich mit dieser Scheiße zufrieden, dann ist das, ich zitiere, einen Aufruf, sozusagen nächstes Jahr wieder diese Veranstaltung zu machen. Und das aus dem Mund der Moderatorin, Frau Claudia Stamm, die die Grünen verlassen hat, weil sie ihr nicht radikal genug waren. Deshalb hat sie ihre eigene Partei, einen Rohrkrepierer übrigens, namens Mut gegründet, bei welchem es auch gerne ein bisschen radikal zugehen darf. Ich zitiere mal aus dem Artikel. Ich habe mir nicht über Nacht gedacht, dass ich eine Partei gründen möchte, weil mir und vielen Menschen, mit denen ich geredet habe, immer deutlicher wurde, dass wir nicht mehr wissen, wen wir wählen wollen. Manche haben gesagt, sie wollen ungültig wählen, obwohl sie zutiefst von der Demokratie überzeugt sind. Manche sind tatsächlich nicht wählen gegangen, weil sie politisch wirklich am Ende waren, weil so viele Parteien nicht mehr für ihre Werte oder Beschlüsse stehen. Natürlich habe ich die Hoffnung, dass diese Menschen sich bei Mut zu Hause fühlen. Wir müssen authentisch sein, glaubwürdig und gerne auch ein bisschen radikal in den Forderungen. Eben nicht vorab Kompromisse treffen. Okay, das klingt alles nachvollziehbar, aber was genau hat sie denn an den Grünen gestört? Oder besser, was ist das Erste, was ihr einfällt in Bezug auf die Entfremdung von ihrer Partei? Ich zitiere aus dem Merkur. Stamm hat sich vom Kurs der Grünen seit Jahren entfremdet oder der Kurs von ihr. Auf Landes- und Bundesebene beklagt sie die Abkehr von einst grünen Prinzipien. Jetzt kommt direkt das erste Beispiel, was hier einfällt. Jetzt wird es konkret, Freunde. Das erste, was hier einfällt. Am schwersten wiegt dabei die Flüchtlingspolitik. Mit grüner Zustimmung und Stimme ist das Asylrecht massivst ausgehöhlt worden, beklagt Stamm. Sie ärgert sich über Äußerungen von Parteifreunden, in Deutschland müsse die innere Sicherheit wiederhergestellt werden. Sie hadert mit der Erbschaftssteuerreform, wir haben also noch andere Themen, und mit der landespolitischen Prioritätensetzung. Und das jetzt bitte nicht falsch verstehen. Mit der massiven Aushöhlung des Asylrechts meint Frau Stamm, dass irgendwelche Grünen es offensichtlich zu irgendeinem Zeitpunkt gewagt haben, die bedingungslose, unkontrollierte und massenhafte illegale Migration nach Deutschland zu kritisieren. Ich habe wirklich mit viel Fantasie versucht, in meiner Erinnerung irgendeinen derartigen Fall zu finden. Aber außer Boris Palmer, der sich diesbezüglich mega mehrfach negativ geäußert und auch ein Buch geschrieben hat, konnte ich da nichts finden. Die Grünen sind und waren
zu nahezu 100% Teamumvolkung. Und damit meine ich nicht diese rechtsextreme Verschwörungstheorie, sondern den natürlich satirischen Titel, den sich die Mitarbeiter von Mission Lifeline gegeben haben. Da seht ihr übrigens Bela B., Sänger von den Ärzten, links stehend, stolz das T-Shirt mit der Aufschrift Teamumvolkung präsentierend. Gut, diese sieht auch nicht mehr Frau. So knusprig aus, ne? Also ich habe den, wir hatten ja vorher schon ein bisschen drüber gesprochen, ich habe den irgendwie jetzt nicht dick, aber halt nicht so abgemagert in Erinnerung. Der sieht aus, als hätte er einfach die, keine Ahnung, Hunter Biden-Diät gemacht und von Crack gelebt für ein halbes Jahr. Ja, man muss dazu sagen, der ist auch echt nicht mehr der Jüngste, ne? Der müsste ja mittlerweile, müsste der, also auf die 60 zugehen. Der müsste mittlerweile, weiß nicht, 54, 55, 56 sein oder so? Ja, ja, und ich meine, das sind Leute, die leben schnell, ne? Also der wird eine Menge saufen, wahrscheinlich auch noch wirklich eine Menge andere Drogen nehmen, ne? Also das zeitigt halt irgendwann Konsequenzen. Ja. Gut, also Frau Claudia Stamm vom Team Umvolkung moderiert also heute bei den Öffentlich-Rechtlichen und wenn die Zuschauer nicht wie gewünscht abstimmen, dann sieht sie darin eine Aufforderung, die Propagandashow nächstes Jahr zu wiederholen. Wir sind jetzt ein bisschen vom eigentlichen Thema, dem Gendergefurze, abgekommen. Dann kommen wir jetzt aber zurück mit dem folgenden Segment. Sprachwissenschaftler üben scharfe Kritik am Gendern bei ARD und ZDF. Welt.de vom 30.07. In öffentlich-rechtlichen Sendern machen sich geschlechtergerechte Sprachformen breit. Dagegen protestieren jetzt rund 70 Linguisten und Philologen. Diese Praxis sei ideologisch, missachtet gültige Regeln und produziere sozialen Unfrieden. Bei Letzterem würde ich nicht ausschließen, dass die Leute wissen, dass sie sozialen Unfrieden produzieren und dass sie das wollen. Einfach mal wirken lassen. Erkenntnis des Tages. In Sachen Gendersprache wird es für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zusehends ungemütlich. Erst im Dezember kritisierten Gremienmitglieder des ZDF-Fernsehrats die Gendersprechpause scharf und forderten von der Intendanz eine Leitungsentscheidung zum Thema. Bei einem immer größeren Teil der Gebührenzahler sorgt die Sprachpraxis für Unmut. Der Bayerische Rundfunk stand vergangene Woche massiv in der Kritik, weil ein Video vom Diversity-Tag der ARD bei vielen Zuschauern den Eindruck hinterließ, beim Sender arbeite man an der sprachlichen Umerziehung der Bevölkerung. Bei vielen Zuschauern wurde dieser Eindruck hinterlassen. Wenn ich jetzt auf die Straße gehe und jemanden erschieße, hinterlasse ich dann den Eindruck, jemanden erschossen zu haben? Oder habe ich da jemanden erschossen? Liebe Welt, am Ende dieser unsäglichen Sendung kommt eine Umfrage zum Ergebnis, dass die Leute trotzdem, obwohl sie gerade 40 Minuten lang von Schwachmaten bombardiert wurden, von dieser Gender-Scheiße nichts wissen wollen. Woraufhin die Moderatorin, Frau Stamm, ehemals Grüne, die Partei verließ, weil sie ihr nicht radikal genug war, verkündet, dass man das dann jetzt wohl nächstes Jahr nochmal machen müsse. Also das hinterlässt nicht nur den Eindruck des Willens der sprachlichen Umerziehung der Bevölkerung. Das ist der Willen der sprachlichen Umerziehung der Bevölkerung. Gut, weiter im Artikel. Und nun sehen sich ARD und ZDF mit Kritik aus der Fachwelt konfrontiert. Rund 70 Sprachwissenschaftler und Philologen fordern in einem aktuellen Aufruf ein Ende des Genderns im ÖRR. Darunter Mitglieder des Rates für deutsche Rechtschreibung, der Gesellschaft für deutsche Sprache, das PEN, PEN, keine Ahnung, Deutschland, des Leipzig-Zentrums Allgemeine Sprachwissenschaft sowie eine ganze Reihe linguistische Schwergewichte. Ja, ja, das sind doch aber, wie heißt's nochmal? Autoritätsargumente. Zumal auf der anderen Seite ja Schwergewichte des Genderstudiums stehen. Die haben doch viel mehr Recht, weil das sind auch Professoren und so. Ausgangspunkt der Gendersprachpraxis sei die Bewertung des generischen Maskulinums als diskriminierende Sprachform, die wir als Sprachwissenschaftler und Philologen zurückweisen, heißt es in dem Aufruf. Als generisches Maskulinum bezeichnet man Substantive wie Freunde, Bürger oder Lehrer, die geschlechtsneutral gebraucht werden können. Ja, ich mach das an der Stelle kurz. Schulleiter sagt, morgen haben alle Schüler hitzefrei. Wie viele Schülerinnen stehen am nächsten Tag nach hitzefrei immer noch im Unterrichtsraum und wundern sich, wieso kein Lehrer kommt? Null. Selbst dann, wenn die Schule aus 10 Millionen Schülern bestünde.
Und für diese Aussage gibt es auch eine wissenschaftliche Basis. Habe ich in einem Kaspercast vor circa 3 Monaten durchgekaut. Habe da eine Studie gezeigt, die länderübergreifend in Deutschland und Holland durchgeführt wurde. Ergebnis, wenn von Bürgern gesprochen wird, dann wissen 99% der Leute, dass damit Bürger, Klammer auf, MWD, Klammer zu, gemeint sind. Was es mit diesem 1% auf sich hat, kann ich mir nicht erklären. Doch, kann ich. Offensichtlich sind 1% der Bevölkerung in beiden Ländern völlig verblödet oder studieren halt irgendwas mit Gender. Sind sogenannte Gender-Studierende. Oder es ist halt eine Mischform. Anders ist dieses 1% nicht zu erklären. Wenn ich von Bürgern spreche und du weißt nicht so genau, ob ich damit möglicherweise nur Männer meine, dann kann man dich nicht ernst nehmen. Die Sprachverwendung des ÖRR ist laut den Unterzeichnern Vorbild und Maßstab für Millionen von Zuschauern, Zuhörern und Lesern. Daraus erwachse für die Sender die Verpflichtung, sich an geltende Sprachnormen zu orientieren und mit dem Kulturgut Sprache regelkonform, verantwortungsbewusst und ideologiefrei umzugehen, mahnen die Sprachexperten. Die Wissenschaftler kritisieren die Missachtung der amtlichen Rechtschreibregeln bei den Öffentlich-Rechtlichen und eine orthografische Freizügigkeit durch Genderstern und andere Binnenzeichen. Dies sei nicht mit dem Bildungsauftrag der Sender vereinbar. Die Kunstpause vor dem Innen, Glottes Schlag, entspreche nicht der geltenden Aussprachenorm. Nach Ansicht der Unterzeichner befindet sich der Gebrauch gegenderter Formen im ÖRR auch nicht im Einklang mit den Prinzipien der politischen Unparteilichkeit. Dazu seien die öffentlich-rechtlichen Anstalten durch den Medienstaatsvertrag verpflichtet. Die gendergerechte Sprache gründet auf der feministischen Linguistik der späten 1970er Jahre. Deren Thesen, beispielsweise das Deutsche sei eine Männersprache, weisen Sprachwissenschaftler bis heute als unwissenschaftlich und ideologisch zurück. Aktuell wird das Gender nach Einschätzung der Aufrufunterzeichner vorrangig von identitätspolitisch orientierten universitären Gruppierungen vorangetrieben. Zu dieser ideologisch begründeten Sprachform müsse der ÖRR kritische Distanz wahren. In ihrem Aufruf verweisen die Wissenschaftler auf Umfragen, nach denen mehr als 3/4 der Bürger das Gendern in den Medien ablehnen. Überdies kritisieren die Experten eine vielfach mit moralisierendem Gestus verbundene Verbreitung der Gendersprache durch die Medien. Dies sorge für erheblichen sozialen Unfrieden. Der Germanist und Buchautor Fabian Peyer von Menschen und MenschInnen, Springer Verlag, ist Initiator des Aufrufs. Die Sender des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind sprachprägend, sagt er Welt. Sie sind, was einst Luthers Bibel war, ein Modell für ein einheitliches Deutsch. Es könne daher nicht angehen, dass in den Anstalten beim Sprachgebrauch laissez-faire herrsche. Der ÖRR pflegt beim Gendern keine einheitliche Linie. Ja komm, das ist nicht das Problem. Und wenn es eine einheitliche Linie wäre, dann würde es eine Mehrheit der Bevölkerung noch immer ablehnen. Und es wäre immer noch ideologisch. Während der RBB-Jugendsender Fritz in den Nachrichten nach eigenen Angaben mit Kunstsprechpause gendert, das ist echt bitter, ne? Ich höre mittlerweile quasi gar kein Radio mehr, ich habe Spotify, was man eigentlich auch boykottieren müsste, aber darum soll es an der Stelle hier nicht gehen. Ich habe aber mal recht häufig Radio gehört. Und heute, so vor 10, 12 Jahren, war mit Abstand mein Lieblingssender Fritz. Damals gab es die Tommy Wosch Show noch auf Fritz. Kennt jemand noch Tommy Wosch? Gibt's den eigentlich noch? Keine Ahnung. Super witziger Typ. Die Musik war abwechslungsreich und gut. Da war viel Neues bei, was ich zuvor nicht kannte. Also an Musik. Sprich, die haben nicht den exakt selben Scheiß wie alle anderen gespielt. Und heute gendert man dort mit Glottesschlag. Das ist so ein bisschen schade zu sehen, dass alles Mögliche, was mir mal was bedeutet hat, in Anführungszeichen, heute zu Scheiße gemacht wird. Gut, also während man bei Fritz in Nachrichten mit Glottesschlag gendert, verwenden im Deutschlandfunk nur manche Journalisten diese Sprechweise. Andere nutzen praktisch ausschließlich das generische Maskulinum. Gut, ein Problem verursacht diese nicht einheitliche Linie dann doch. Nämlich, dass jetzt die Verwirrung bezüglich des generischen Maskulinums oder des Binnen-Is oder halt einfach der Benutzung der weiblichen Form, das führt jetzt tatsächlich zu Verwirrung. So wie das, ich habe euch hier vor 1,5 Monaten einen Artikel aus der Emma vorgelesen, zum Beispiel da der Fall war. Die benutzen innerhalb von einem Artikel mal das und mal das. Und wenn dann dort steht, Wissenschaftlerinnen, dann musste ich erstmal prüfen, was meinen die jetzt eigentlich?
Meinet ihr, so wie es da steht, also ausschließlich weibliche Wissenschaftler, oder ist das das Wort, was jetzt das generische Maskulinum ersetzen soll? Und in dem Artikel war es tatsächlich so, dass, obwohl von Wissenschaftlerinnen die Rede war, wir wussten, dass da auch Männer mit gemeint waren. Das ist der Zenit der Idiotie. Und das, überlegt euch das mal, aus der Emma, die heute von ihren ehemals Verbündeten unter Beschuss genommen wird. Das ZDF möchte laut seiner Zuschauerredaktion möglichst diskriminierungsfrei kommunizieren, worunter man offenbar den Gebrauch von Gendersternen versteht. Es gebe aber keine Vorgaben für die, Zitat, ModeratorInnen und, Zitat, KorrespondentInnen, Zitat Ende, heißt es aus Mainz. Bei der Tagesschau herrscht dieselbe Beliebigkeit. Während die Zuschauer in einer Ausgabe der Sendung mit einer Häufung von Beidnennung und Partizipienformen wie Mitarbeitende beglückt werden sollen, fällt die nächste Ausgabe praktisch genderfrei aus. Ein Unding für die Sprachexperten. Ja, hätten wir da nur irgendeine elegante Lösung in der deutschen Sprache, die das Ganze unnötig machen würde. Aufrufinitiator Peyer wünscht sich verbindliche Regelungen in den Sendeanstalten. Es müsse Hausrichtlinien geben, ähnlich den Genderleitfäden von Universitäten, nur eben mit Ausrichtung an dem Sprachgebrauch, den die Medienkonsumenten ganz offensichtlich bevorzugen. Scharfe Kritik üben die Sprachexperten auch an der Berichterstattung der Sender zum Thema Gendersprache. Die Beiträge seien unausgewogen, vielfach tendenziös und würden im Wesentlichen der Legitimation der eigenen Genderpraxis dienen, urteilen sie. Das können wir alle hier zu 100% unterschreiben. Nach Einschätzung der Unterzeichner überwiegt in den Angeboten von ARD und ZDF eine positive Darstellung des Genderns. Kritiker würden nicht selten als reaktionär, unflexibel und frauenfeindlich geschildert. Werden Experten konsultiert, so stammen diese vorrangig aus dem Lager der Befürworter. Explizit erwähnen die Wissenschaftler sogenannte Assoziationsstudien, über die in ÖRR-Beiträgen immer wieder berichtet wird. Diese Tests würden anstelle von sprachsystematischen und sprachlogischen Betrachtungsweisen zunehmend herangezogen, um Veränderungen des Sprachgebrauchs zu legitimieren. Doch die Studien liefern, anders als behauptet, laut den Wissenschaftlern keinen belastbaren Beleg dafür, dass generische Maskuliner mental vorrangig Bilder von Männern erzeugen. Zur Unterscheidung eines generischen von einem spezifischen Maskulinum sei die Kontextbindung entscheidend. Doch die werde in den Tests in wissenschaftlich unzulässlicher Weise ausgeblendet. Welt hat über die psycholinguistischen Tests und die wissenschaftliche Kritik daran ausführlich berichtet. Dazu dann einen Link, wer sich das reinziehen will. Der Artikel heißt Argumente gegen das Gendern, die Sie anderswo nie lesen. Der Sprachwissenschaftler Martin Neef zählt zu den Unterzeichnern des Linguistenaufrufs und ist Kritiker der viel zitierten Studien. Über den ÖRR ärgere er sich massiv, sagt Neef zu Welt. Gendern heißt für viele ein Zeichen zu setzen. Dabei wird nur selten wirklich über Sprache nachgedacht. Personenbezeichnungen mit der Endung in oder innen meinen sprachstrukturell nur Frauen, egal ob ein Sternchen davor steht oder nicht, erläutert Neef. Mit solchen Wortformen werden weder Männer noch Diverse angesprochen, so der Sprachwissenschaftler. Für Neef steht fest, das Deutsche hat mit dem generischen Maskulinum eine gewachsene geschlechtsneutrale Form, die von Zuschauern und Zuhörern genutzt wird. Dazu sollten die Öffentlich-Rechtlichen wieder zurückkehren. Ja, oder wir warten einfach nochmal ein Jahr und evaluieren erneut. Und wenn es dann immer noch nicht das gewünschte Ergebnis gibt, dann warten wir einfach ein Jahr, indem wir unsere Spracherziehung natürlich fortsetzen und evaluieren erneut. Und so weiter. Und um dem jetzt noch das i-Tüpfelchen aufzusetzen, ein Fundstück von dieser Woche von Twitter. Der MDR hat seine Zuschauenden ebenfalls zu Abstimmenden gemacht und die haben wie folgt entschieden. Naja, da zeichnet sich tatsächlich ein recht eindeutiges Ergebnis ab, wenn wir auf die Zahlen schauen. Die allermeisten, 86%, halten das Anliegen, alle Geschlechter in der Sprache hör- und sichtbar zu machen, für unwichtig. Nur 14% finden es wichtig. Wir hatten die Befragten auch gebeten, ihre Meinung zur Gender-Debatte mit einem Wort zu beschreiben. Und da fielen am häufigsten Worte wie sinnlos oder übertrieben. Und in den Kommentaren haben uns viele geschrieben, dass es in ihren Augen wichtigere Probleme gäbe und das auch beim Thema Gleichberechtigung wie etwa gleiche Bezahlung. Na Claudia, nun ist die Kategorie wichtig und unwichtig das eine, aber akzeptieren die Menschen denn die Verwendung von Gendersprache?
Tatsächlich muss man sagen, überwiegend lehnen die MDR-Fragteilnehmer die Verwendung von Gendersprache ab. Und zwar in sämtlichen Kontexten. Schauen wir auch hier auf die Zahlen. Im Privatumfeld sind 80% gegen das Verwenden von Gendersprache. In den Medien 74%, im beruflichen Umfeld 71% und an staatlichen Stellen, etwa Behörden oder Ministerien, 68%. Ich frage mich momentan manchmal so ein bisschen, ob es eine zielführende Strategie wäre, wenn man dieses de gendern, also irgendwie Schreibende und so, verarschen würde, indem man das auf alles anwendet. Zum Beispiel nicht mehr von Islamisten sprechen, sondern von Islamistenden oder so. Ja, sehr schön. Das ist ja ähnlich wie Quark, DDR das macht, ne? Ja, ja, das genau. Sind genau. Ja auch dann, Wassermonsternde, Leichenteilende, Angelsachsende. Finde ich großartig. So, ne? Ja, ey, also, übelst geil. Die Frage steht natürlich im Raum. Also unter normalen Bedingungen, ne, vor 5 Jahren, wäre es einfach nur ein witziger Joke gewesen. Aber mittlerweile ist halt alles so crazy geworden, dass man sich vorstellt kann, dass sogar das dann noch die Sache normalisiert irgendwie oder so. Ne? Insofern, ja. Das sind gerade die Abwägungen. Witzigerweise habe ich vor 2 Wochen oder so bei mir bei Patreon vorbeigeguckt. Patreon für Idiotenwatch. Und habe gesehen, dass ich da komplett durchgegendert habe mit Sternchen. Halt heute vor... Wie lange ist das her, dass ich das eingerichtet habe? 4 Jahre oder sowas? Vielleicht 4,5, vielleicht 5. Da war das noch offensichtlich ein Joke, wenn jemand bei Patreon die Leute als Patri oder Patre Sternchen Ens oder sowas anspricht. Ne, und ich habe mir gedacht, gut, ich werde das demnächst mal überarbeiten müssen, weil jemand könnte kommen und denken, ich meine das möglicherweise ernst. Ja, das war damals undenkbar, dass jemand nicht direkt weiß, wenn er das sieht, okay, da macht sich jemand über Gendersprache lustig. Genau, und ich hatte mit derselben Überlegung auch schon mich selber davon abgehalten, dir den Vorschlag mal zu unterbreiten, dass wir eine Folge machen würden, in der wir versuchen, alles zu gendern und der Erste, der es verkackt, der, keine Ahnung, muss 50 Euro zahlen oder irgendwie so, ne? Oder muss irgendwas Lustiges machen. Aber wir sind an einem Punkt, wo sogar das dann schon Normalisierung gleichkommt. Ne? Und die Frage ist halt, werden wir in 5 Jahren wieder hier sitzen und uns sagen, ne, es war ein Fehler, ja, als Witz, das mit dem D zu machen. Jetzt haben wir das D normalisiert. Ja, so ist es. Ja, damit kommen wir zu dem heute titelgebenden Thema. Und zwar dem Typen, dem Somalier, der in Würzburg sich durch die Stadt gemessert hat. Insgesamt 9 Frauen verletzt und 3 getötet hat. Nur Frauen hat er angegriffen. Der wurde jetzt für endgültig geistig krank erklärt und kommt in eine Psychiatrie, was auf der politischen Ebene bedeutet, man hat den Fall endgültig loslösen können von Islamismus und natürlich auch von einem Einwanderungsproblem, ne? Denn psychische Krankheiten können ja jeden betreffen, also hat nichts mit nichts zu tun, ist keine Folge der suizidalen Migrationspolitik der letzten Jahre. Wie das Ganze abgelaufen ist, ist, der Typ ist in einen Laden gegangen, in einen, ich glaube, eine Shopping Mall oder sowas ähnliches, hat sich da ein Messer geholt mit einer Klinge von 13 Zentimetern, hat dieses quasi entwendet dort und die Verkäuferin dann getötet, als erstes Opfer mit diesem Messer und sich dann halt Ich glaube übrigens noch, dass er sich von ihr die Messerabteilung hat zeigen lassen. Ja, ja, genau, er hat sich beraten lassen. Er hat sich beraten lassen bei dem Messer, das er dann geklaut hat, um damit einen Terroranschlag zu begehen. Oder wenn wir dem jetzigen Narrativ folgen, einem Amoklauf. Sie sagen jetzt darüber, der Geflüchtete aus Somalia ist dort 2 Jahre unabhängig voneinander erstellten Gutachten paranoid schizophren und hörte Stimmen, die ihm die Tat befohlen hatten. Das war ja das Ding, was aufgetaucht war, dann gefühlt, als das erste Mal der Anwalt mit ihm gesprochen hatte, ne? Dann wurde das Narrativ. Vorher war die Rede, das werde ich auch gleich noch mit einer Quelle belegen, davon, dass er seinen Dschihad verwirklicht hatte und so weiter. Und dann hat er auf einmal Stimmen gehört. Das Urteil ist noch nicht also, recht. So wie derjenige von Hanau, Tobias Rathjen, es aber von Anfang an ganz offensichtlich getan hat. Denn sein Manifest war ja damals öffentlich. Und da hat er schon geschildert, und das Manifest ist ja in großen Teilen schon Jahre alt gewesen, ne, geschildert, wie er als Kleinkind, ich glaube, als Neugeborener oder als 2 Tage alter Säugling oder sowas, da hat er schon Stimmen vernommen. Ja. Aber da hat das keine Rolle gespielt. Das habe ich sogar auch noch hier drin, ich habe es jetzt mal vorgezogen. In dem Fall war ja sogar die Staatsanwaltschaft zuerst, oder das Kriminalamt besser gesagt, zuerst zum Schluss gekommen, dass der Typ halt Malle ist und dass die Auswahl der Opfer in dieser Shisha-Bar den Grund hatte, maximale
Aufmerksamkeit auf den Fall und seine damit verknüpften Verschwörungstheorien zu lenken und dass er eigentlich gar nichts gegen diese Leute hatte und überhaupt nicht rechtspolitisch politisiert war. Das wurde dann wieder ad acta gelegt, als es einen großen Shitstorm dazu gab. Das wurde ja auch geleakt, wie ich hier lese, gerade, dass die FAZ, die ich zitiere, es wurde ja erstmal geleakt, dass das Bundeskriminalamt zu diesem Schluss gekommen ist. Und danach, wurde halt Druck ausgeübt. Hat die Presse ihren Job gemacht? Genau. Exakt. Und dann wurde das Ganze wieder verworfen. Ja, das ist natürlich ein komplett anders gelagerter Fall. Also ist es tatsächlich, ne? In diesem Fall können wir tatsächlich ausgehen von einer geistigen Krankheit als treibender Faktor. Also ich spreche immer davon, ist es instrumentell für das, was er getan hat? Also zum Beispiel, ich kann irre sein und trotzdem radikalisiert sein durch irgendeine politische Ideologie und aufgrund derer vielleicht in Zusammenspiel mit meiner geistigen Umnachtung irgendeine Gräueltat begehen. Oder ich kann irre sein und einfach auf einmal überall Sumpfmonster oder Wassermonsternde sehen und denen dann ein Messer in den Kopf rammen, um mich selbst zu verteidigen, weil ich halt halluziniere oder so. Das ist ein Unterschied. Ne? In einem Fall ist die Geisteskrankheit instrumentell für das, was man getan hat. Und im anderen Fall ist sie halt Beiwerk. Ne? Ist sie vielleicht ein Faktor. Aber die Ideologie ist halt nicht zu vernachlässigen. Genau, jetzt ist die Rede davon, dass er seine Geschädigten, dass er seine Opfer willkürlich ausgewählt hätte. Wie gesagt, wir reden hier von insgesamt 12 Frauen, 9 davon verletzt, 3 tot. Schon allein das wäre ja höchst unwahrscheinlich. Also es ist ja eigentlich immer eine Wahrscheinlichkeit, sagen wir, jemand würde willkürlich auf Leute einstechen, ob das eine Frau oder ein Mann ist, von ungefähr 50%. Ne? Und das würde sich ja potenzieren mit jedem weiteren Opfer, das dann ebenfalls dasselbe Geschlecht hat. In seinem Fall 12. Ja. Ne? 12-mal zufällig Frauen, sehr eigenartig. Und sehr eigenartig ist auch, dass in der Mülltonne seines Asylheims ISIS-Propaganda gefunden wurde, dass er selber angegeben hat, er hätte für Al-Shabaab, also eine islamistische Terrororganisation in seinem Heimatland Somalia, Journalisten und Polizisten getötet. Und dass er direkt nach der Tat angegeben hat, er hätte seinen eigenen Dschihad damit verwirklicht. Ne? Also viel klarer geht's ja nicht. Er hat auch noch Allahu Akbar bei der Tat gerufen. Also das hier ist ein Islamist, so klar, wie irgendwie ein Islamist überhaupt sein kann. Aber man hat das jetzt erfolgreich weggeframed mit dieser Geisteskrankheitsgeschichte. Und das scheint jetzt das zu sein, was am Ende bestehen bleibt. So sieht's aus. Mission erfolgreich. Tja, das heißt eigentlich, also ich frage mich, ob wir nochmal einen islamistischen Terroranschlag erleben werden, der auch als solcher anerkannt wird nachher. Es muss dann halt die ganz große Nummer sein. Ne? Das darf nicht hier Stech im ICE oder sowas sein. Das darf nicht Stech auf der Straße sein. Das darf nicht, ich habe gerade die Meldung reinbekommen, dass irgendjemand durch den Hauptbahnhof Düsseldorf oder was mit einer Machete gelaufen sein soll. Ich reiche direkt nach. Nee, tue ich leider nicht. Scheiße, wo ist es? Gebt mir maximal noch 5 Sekunden. Es müsste halt auch vor allem jemand sein, der irgendwie angebunden ist an irgendeine Organisation. Ne? Nicht der mal getötet haben will in der Vergangenheit für eine islamistische Terrororganisation, sondern der gerade Teil dieser ist und sagen wir in Abstimmung mit 7 anderen IS-Terroristen oder so, wie damals in Paris 2015 irgendeinen Anschlag begeht, dann wäre es, glaube ich, für sie sogar schwer von der Hand zu weisen. Aber ein Einzeltäter ist, glaube ich, ab jetzt, wenn er islamistisch motiviert ist, einfach nur ein psychisch Kranker. Und selbst wäre es so, ne? Also selbst würde ihr Narrativ stimmen von halt der Traumatisierung durch den Krieg oder irgendwas, es spielt ja keine Rolle. Wir haben trotzdem diese Häufung von irgendwelchen Neudeutschen, die hier einfach in die Straßenbahn gehen oder auf die Straße oder wo auch immer hin und Leute abstechen. Das gibt es unter den Deutschen nicht. Das heißt, das Muster besteht so oder so. Die Politik, die wir betrieben haben, ist so oder so dafür verantwortlich. Selbst wäre es Geisteskrankheit. Ich bin einer Ente aufgesessen, das ist vom 28., also schon 3 Tage her, ja, also Äonen in unserer heutigen Zeit. Gefährliches Buschmesser, 16-Jähriger läuft mit Machete durch Dortmunder Hauptbahnhof. Und da mal einen mitnehmen, ja, da wirst du heutzutage nicht dazu Islamisten erklärt. Du musst halt schon ein dickes Ding bringen. Ja, wie ich schon gerade schon sagte, geplant oder, also geplant im Sinne von mehrere Leute und so, oder du entführst halt einen LKW oder so. Ansonsten wird das in Zukunft schwierig. Ja, und zwar egal, wie viel Mühe du dir gibst, selber klarzustellen, was deine Motivation ist. Ich habe meinen Dschihad verwirklicht, Allahu Akbar, ich habe für Al-Shabaab getötet und so weiter und so fort. Ne? Ich habe IS-Material bei mir zu Hause, es spielt keine Rolle. Auf der anderen Seite, wenn du irgendeine Gräueltat verübst und man findet heraus, dass du in einer Telegram-Gruppe
bei den Querdenkern unterwegs warst oder sowas, dann ist das wiederum das Narrativ. Ja, sagen wir so, wenn einer von uns morgen irgendwie in einem Beziehungsstreit oder so seine Freundin abknallen würde, dann würde das zu einem rechten Terroranschlag gemacht. Ne? Ja. Genauso wie auch Columbine heutzutage, ne, mit dem, was sie gesagt haben über den, den kleinen, ne? Das wäre heutzutage ein rechter Terroranschlag oder rechtsextremer Terroranschlag alleine deswegen. Ne? Das würde dann in diesem Fall reichen. So sieht's aus. Ja, das wäre das Ende von diesem Thema. Als nächstes Clown World, glaube ich. Genau. Genau. So ist es. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Clown World 3. So, liebe Leute, es ist Zeit für die Clown World 3. Nicht die dritte Narrenwelt, sondern drei bescheuerte Kleinigkeiten aus der Medienmanege. Nummer 1. Kulturelle Aneignung. Konzert abgebrochen, weil weiße Musiker Dreadlocks trugen. Die Band Lauwarm spielte jamaikanische Reggae-Musik in einer Basserie in Bern. Die Musiker sind weiß, Gäste fühlten sich unwohl. Der Veranstalter beendete das Konzert. Es lag übrigens auch nicht nur an den Dreadlocks, sondern auch an der Musik selber. Also offenbar dürfen wir kein Reggae spielen. Dürfen weiße Musiker noch Dreadlocks tragen? Schon vor wenigen Monaten, da werden sich auch einige dran erinnern, noch aus der Honigwabe, sorgte ein Fall für viel Aufsehen und Kritik. Im März wurde die Musikerin Ronja Malzahn von Fridays for Future ausgeladen. Sie hätte sich damit, gemeint sind ihre Dreadlocks, etwas kulturell aneignen wollen, ohne dabei die systematische Unterdrückung von schwarzen Menschen zu erleben, begründete der Veranstalter die Kritik an den Dreadlocks. Sie hatten ihr ja auch noch ein Ultimatum gesetzt, also sie sollte sich diese Dreadlocks abschneiden und könnte dann doch noch da spielen, aber das war offenbar selbst unter ihrer Würde. Nun hat sich in der Stadt Bern ein ähnlicher Fall zugetragen, der bei vielen Politikern Kopfschütteln auslöst. Wie mehrere Medien in der Schweiz berichten, trat am 18. Juli die Band Lauwarm in der Berner Basserie Lorraine auf. Die fünf Musiker sprangen für eine andere Band ein, die abgesagt hatte. Zum Repertoire der Gruppe Lauwarm zählen Reggae, Indie, World und Pop. Doch ihr buntes Programm kam nicht an, insbesondere auch wegen der Frisuren. Konzertbesucher äußerten gegenüber den Veranstaltern Unwohlsein mit der Situation, berichten Neue Zürcher Zeitung und 20 Minuten. Das Konzert wurde nach den Beschwerden beendet. In einer Stellungnahme entschuldigt sich die Veranstalterin für Sensibilitätslücken. Man hätte das Publikum besser vor dem Auftritt schützen müssen. Wie die... Das Geile ist ja auch, das sind ja selber Linke, ne? Also welcher Rechte trägt fucking Dreadlocks und spielt Reggae? Dieser Scheiß ist zu 100% Friendly Fire oder, wenn man so will, Erziehung der eigenen Leute. Sie werden in den jetzt aktuellen Kurs reinerzogen. Früher wäre es wahrscheinlich sogar noch etwas Gutes gewesen, Reggae zu spielen, also im linken Framework, das hätten die gemocht. Aber wir wissen ja, wie das mit der Revolution und ihren Kindern in der Regel so ist. Wie die Genossenschaft Basserie Lorraine berichtet, habe sich das Unwohlsein der Besucher auf die Thematik der kulturellen Aneignung bezogen. Das heißt, die Band wird dafür kritisiert, dass sie als weiße Musiker teils Rasta-Frisuren tragen und jamaikanische Reggae-Musik spielen, obwohl sie selbst niemals die rassistische Ausgrenzung von Jamaikanern erfahren haben. Ja, wenn ich einen sehe mit seinem dummen Hut da, dann spucke ich den auch immer auf der Straße an. Die Veranstalter entschuldigten sich, Zitat, bei allen Menschen, bei denen das Konzert schlechte Gefühle ausgelöst hat. Man trage die Verantwortung dafür, da man die Band eingeladen habe. Zitat, wir haben es verpasst, uns im Vorhinein genug damit auseinanderzusetzen und euch zu schützen. Zitat Ende. Die ausführliche Entschuldigung bei allen Leidtragenden endete mit den Worten, Rassismus und andere Diskriminierung haben keinen Millimeter Platz. Eine interessante Frage, die ich Clowny hier mal klauen will. Er hat neulich so etwas mal in einem Stream angesprochen. Wir, Deutsche, Kartoffeln, Weiße, haben doch keine Kultur, wenn man die Attermans dieser Welt fragt. Also genau dieselbe Gruppe, die Weiße canceln, wenn sie Reggae-Musik spielen oder Dreadlocks tragen. Wir haben keinerlei identifizierbare eigene Kultur, aber wir dürfen auch nicht von anderen Rassen klauen. Was sollen wir denn dann tun? Mir scheint nämlich langsam, also langsam ist eine Lüge, das erscheint mir schon lange so, der bloße Fakt, dass wir da sind und entweder dann so kulturlos vor uns hinvegetieren, während auch in diesem Fall alle unter uns leiden, unter unserem Alltagsrassismus, oder uns sogar noch erdreisten, anderen edleren Rassen ihre Kultur zu mopsen, wäre eigentlich Grund genug, um hier mal, naja, die Grenzen aufzumachen, die Bevölkerung hier demografisch auszurotten und von der Plage ihrer Existenz zu erlösen. Also ich sage nicht, dass das passiert, aber das würde für mich rational Sinn ergeben, wenn man sich dieser Philosophie verschrieben hat. Nummer 2, und ich muss wirklich sagen, die Berliner Zeitung, also nicht die BZ, sondern die andere, die Berliner Zeitung, die wächst mir langsam etwas ans Herz. Interview. Grünen-Politikerin will Wahlrecht für Kleinkinder. Das sagt Lia 2 Jahre dazu. Bundestagsabgeordnete Emilia Fester will, dass auch Kita-Kinder wählen dürfen. Wir haben eine von ihnen gefragt, was sie als potenzielle Neuwählerin davon hält. Die jüngste Abgeordnete im Deutschen Bundestag, Emilia Fester, 24 Grüne, hat sich in einem Interview mit dem Fokus für das Wahlrecht für Kleinkinder ausgesprochen. Festers Ansicht nach solle es allen, die wollen, Zitat, erlaubt sein, an die Wahlurne zu gehen, um ihre Stimme abzugeben. Auf Nachfrage, ob das auch für Zweijährige gelte, sagte sie, so sehe ich das persönlich. Ich interviewte meine 2-jährige Tochter Lia, Name von der Redaktion geändert, am Frühstückstisch zu diesem Thema. Sie isst Brötchen mit Marmelade und schaut mich an. Die Sonne scheint durch die offene Balkontür. Die jüngste Bundestagsabgeordnete, Emilia Fester, hat in einem Interview mit dem Fokus kürzlich erklärt, dass sie für das Wahlrecht ab 2 Jahren eintritt. Das betrifft sie ganz persönlich. Was halten Sie von dem Vorschlag? Ich will Seifenblasen. Was? Seifenblasen. Sind Sie der Auffassung, dass 2-Jährige schon wählen können sollten? Oder ist das zu kurz gedacht? Wie sieht es mit 1-Jährigen aus? Nö, guck mal, ein Butterbrot. Guck mal,
Was sind die wichtigsten politischen Themen für Zweijährige aktuell? Haben Sie zwei, drei Stichworte für uns? Meine Tochter scheint irritiert wegen der Fragerei. Sie sagt erstmal nichts und will auf den Balkon. Dann antwortet sie doch: Mama macht die besten Seifenblasen. Ich überlege gerade, Seifenblasen sind doch schon ein relativ kompliziertes Wort für eine Zweijährige, oder? Also ich habe noch keine Kinder, vielleicht bin ich da mit der Entwicklung etwas schief gewickelt. Aber vier Silben und so? Also ich werde mit Festers Vorschlag schon langsam etwas wärmer. Aktuell beschäftigt Deutschland vor allem die drohende Gasknappheit. Was würden Sie dem Kanzler in dieser Situation, falls Sie schon im Bundestag säßen, raten? Guck mal, ein Flugzeug. Tatsächlich fliegt in diesem Moment ein Flugzeug am Himmel vorbei. Bisher haben wir nur über das aktive Wahlrecht gesprochen, doch wie sieht es aus mit dem passiven? Könnten Sie sich vorstellen, selbst zu kandidieren? Meine Tochter ist jetzt wieder konzentrierter. Hihi, nö. Interessieren Sie sich für Politik? Ja. Wen würden Sie denn wählen? Weiß nicht. Vielleicht Papa. Wollen Sie Olaf Scholz mal treffen? Nein. Gut, das war jetzt ehrlich gesagt vernünftiger als das meiste, was ich von so Mitte-20-Jährigen in letzter Zeit gehört habe. Also wie gesagt, ich werde schon etwas wärmer mit der Idee. Und Nummer 3. Klimaschutzpropaganda vor jedem Spiel. Nordkorea-Stimmung im Stadion. Wenn schon die Amtskirchen, der öffentlich-rechtliche Zwangsgebührenfunk und der ganze steuerfinanzierte NGO-Zirkus sich hauptberuflich als grüne Vorfeldorganisationen versteht und von früh bis spät grüne Propaganda übers Land ergießen, kann auch der Fußball die Füße nicht stillhalten. Gut, ich muss hinzufügen, das war eigentlich immer so, also das war immer einer der Hauptfokusse von diesen Leuten. Der Fußball musste weltanschaulich gefestigt sein. Eigentlich auch ganz interessant, wie wichtig es den Linken immer war, sich diese Subkultur, wenn man so will, zu krallen. Ich denke, der Grund dafür ist, dass Fußball ja auch eine gewisse Identität und Gemeinschaft stiftet. Also vor allem natürlich für die Leute, die wirklich dann jede Woche ins Stadion pilgern. Für die, und das sind ja gar nicht mal wenige, ist er halt wirklich eine Art kleine Ersatzreligion. Und Religionen kann es natürlich nur eine geben in Bundland. Das Christentum, also im Sinne von die Kirche, wurde ja auch mit allen Mitteln gekackt. Welche Religion hier den Ton angibt, soll unstrittig sein. Und alles, was ansonsten einer Religion gleicht, soll auch noch in ihren Dienst gestellt werden. Jedenfalls alles von den Kartoffeln, versteht sich. Jetzt gibt es also vor jedem Erstrundenspiel im DFB-Pokal erst einmal eine Minute Klimaschutzgehirnwäsche aus den Stadionlautsprechern. Dazu noch eine vegane Bratwurst? Darauf haben die Fans sicher nur gewartet. Mit Fußball hat das alles sowieso nichts mehr zu tun, genauso wenig wie die Antirassismus-, Respekt- und Regenbogenkampagnen, mit denen der organisierte Sport seine zahlenden Unterstützer nervt. Umso mehr dagegen mit totalitärem Ungeist. Kein Lebensbereich soll übrig bleiben, wo der Normalbürger vom Propagandadauerfeuer noch verschont bleibt. Alles wird politisiert, alles mit Ideologie durchtränkt. Keine Massenorganisation, die sich leisten kann, im linientreuen Einheitschor abseits zu stehen. Armbinden, Bandenwerbungsparolen, Transparente, Hinknierrituale. Wer das geduldig bis gequält über sich ergehen lässt und immer noch darauf wartet, dass einfach nur das Spiel beginnt, kriegt nun auch noch Propagandabeschallung auf die Ohren. Da kommt doch gleich Nordkorea-Stimmung im Stadion auf. Nur der Sport, der bleibt auf der Strecke. Ich frage mich gerade, wie realistisch es wäre, dass irgendwann wirklich wie Nordkorea Lautsprecher auf der Straße stehen, die uns mit Klima, Antirassismus und sonstigen Gedöns beschallen. Ich gebe dem innerhalb der nächsten 30 Jahre, also auf jeden Fall noch zu unseren Lebzeiten, eine Wahrscheinlichkeit von 25%. So viel damit zu dieswöchigen Clown World 3 und nun weiter im Text. Wir haben ein paar etwas dickere Superchats reinbekommen, die ich kurz machen werde. Danach kommen wir zu Kaspars Video-Quickies. Zunächst einmal haben wir SJW Tears für $20. Vielen Dank. Und er schreibt: Ich liebe euch. Ja, das freut uns sehr. Vielen Dank. Lieben dich auch, SJW Tears. Dann habe ich den Hassildor für 25,57. Vielen Dank. Und er schreibt: Vielen Dank für eure wichtige Arbeit und herzliche Glückwünsche für das dreijährige Bestehen. Hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Wer den Hass erleben will, der folgt dem Hass auf Getter. Und dann ein Link: https://hass.to/getter. Ich habe dir auch gerade, falls du das kurz in den Chat posten willst, Kaspar, das geschickt. Ja, sehr gerne. Genau, dann haben wir für $100 den Kollege Schnürschuh. Er schreibt: Alles Gute zum Jubiläum. Auf die nächsten 3 Jahre, Kaspar for President. Ja, da wird es eine Menge Sürströmming geben und Wasser. Dann habe ich ja, Anata für $20. Vielen Dank. Und er schreibt: Danke für eure Arbeit. Hab neulich einen Transenstrich gesehen. 2 Meter gebaut wie ein Ringer. Nee, ein Transerich hat er gesehen, nicht ein Transenstrich. 2 Meter gebaut wie ein Ringer und haarig wie ein Bär. Aber pinker Rock. Einen Transenden, genau. Das glauben die Woken doch selbst nicht mehr. Ja, es gab einmal dieses geile Meme auf 4chan, ne? Von einer normalen Frau, die stand neben so einem Transsexuellen, der jetzt auch eher heteronormativ männlich war, um mal ihre Worte zu benutzen, und halt aber alles in seiner Macht stehende tat, um irgendwie weiblich zu erscheinen, mit übertriebenem Lippenstift, geschminkt, Perücke und so weiter, ne? Und das wurde dann beschrieben in diesem Meme als halt das mühelose etwas sein gegenüber dem verkrampften etwas sein wollen, ne? Und das fand ich ganz treffend. Einfach ich möchte mal anmerken,
Nee, mach erst mal den Superchat fertig, du hast recht. Einfach Assi für 100 Dollar, vielen Dank, schreibt Monja Hetzel, oh, Liebe geht raus. Für 100 Dollar gibt's erst mal Musik, Schlomo. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch von mir. Er schreibt, Moin ihr Hetzer, Liebe geht raus, Grüße von Leppi und E.T. PS, the roof is on fire. Ja, dann hoffe ich, dass du auch ohne Dach gut zurechtkommst, oder? ja, das hoffe ich jedenfalls. Ich schließe mich an. Dass du gut versichert bist. Dann, willst du jetzt sagen? Ja, gerne. Der Matt Walsh, weißt du, was der mal daraus macht, aus dieser ganzen Transen und so weiter Geschichte? Was er sagt, was das eigentliche Ziel ist? Ich glaube, sowas Ähnliches wie die Wahrnehmung der Realität an sich genau. Zu torpedieren. Ja. Genau. Es geht nicht um Trans, es geht nicht um Gleichberechtigung. Es geht darum, die Realität als solches zu diffamieren und letztendlich abzuschaffen, um dann halt machen zu können, was man will. Weil wahr und falsch, das gibt es alles nicht mehr. Ich denke, das ist wahrscheinlich eine Komponente davon. Ich denke aber, die Geschlechter sind insbesondere wichtig wegen der Fortpflanzung. Ne? Wir wissen von Horkheimer, dem Anführer der Frankfurter Schule, dass die Familie die Keimzelle des Faschismus ist. Also die weiße Familie natürlich, ne, hat er nicht gesagt, aber ich gehe nicht davon aus, dass die afrikanische Familie die Keimzelle des Faschismus ist. Und ich bin mittlerweile auf dem Dampfer, dass ich halt denke, das Patriarchat, was sie damit meinen, ist einfach nur die Existenz von Frauen und Männern. Solange die existieren, solange die eine identifizierbare Sache sind, existiert das Patriarchat. Und die Überwindung des Patriarchats wäre die Überwindung von Frauen und Männern als Kategorien. Ja. Ja. Dann habe ich den Semi-Dement für 25 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, hallo Kasper, hallo Schlomo. Nach langer Zeit mal wieder eine Schäkel von mir, sowie ein Kompliment. Nach einigen Stippvisiten bei diversen Podcasts, Streams etc. muss ich sagen, ihr seid vorbildlich mit eurem Konzept aufs Programm, aus Programm und Spontanität. Ja, das versuchen wir zusammen. Freut mich sehr zu hören. Ja, freut mich auch zu hören. Vielen Dank, Semi-Dement. Da habe ich noch den Sitzrasenmäher für 15. Das ist schon fast, als wären wir schon in Superchats. Ah, ich komme gleich zum Ende. Sitzrasenmäher für 25 Dollar. Vielen, vielen Dank. Schreibt, der Sitzrasenmäher gratuliert der Honigwerbe zu ihrem dreijährigen Bestehen und weist darauf hin, dass gerade der Sitzrasenmäher-Simulator kostenlos im Epic Games Store erhältlich ist. Zwar nur mit mechanischen Sitzrasenmähern, doch da gibt es sicher bald ein Update. Ich habe irgendwann. Hoffentlich. Als die diesen kranken Flight-Simulator gemacht haben, ne, wo irgendwie auch die Städte alle akkurat abgebildet waren und so, da hatte ich sogar mal drüber nachgedacht, mir das zu holen. Obwohl das eigentlich gar nicht meine Art von Spiel ist, aber irgendwie solche Simulatoren könnten schon mal was haben. Ich habe bei einem Kumpel, der hat eine beides. Der hat die neueste PlayStation, die neueste Xbox. Ich glaube, das war auf Xbox. Von Microsoft das Spiel. Da habe ich das gezockt, so vor einem halben Jahr oder so, in, ich glaube, sogar der Demo-Version, aber es ist übelst krass. Also das sieht schon echt abartig aus. Ne, kannst halt auch, ich weiß gar nicht, mehr oder weniger alle Flugzeugtypen, die es gibt, oder zumindest viele wählen, also ist schon echt eine coole Sache und beeindruckend. Läuft allerdings nur mit Internetanbindung, ne? Also ich glaube, dass die Daten, die du benötigst, die sind einfach so unermesslich groß, dass du das Spiel nicht komplett auf der Festplatte installieren kannst. Du brauchst Internetanbindung, damit du dann die Städte und so laden kannst, wenn du dich der Stadt näherst. Weil es einfach sonst zu viele Daten wären. Coole Sache. Dann habe ich noch den ägyptischen Panda, also den Besitzer vom Sitzrasenmäher, für 25 Dollar. Vielen, vielen Dank. Er schreibt, auch der Panda möchte dem Einhorn und dem gescheiterten Grunge-Musiker gratulieren und dazu sagen... dass er euer neues Design sowie den Umstand, dass ihr nun in 1080p streamt, ausgesprochen pandamäßig findet. PS, esst mehr Käse, Panda, made Ella Heschler. Das ist lustigerweise eher ein Unfall gewesen, dass wir jetzt in 1080p streamen. Also ich kann es gerne beibehalten und das Internet scheint ja auch stabil. Aber das ist eigentlich daraus geboren, dass wir große Probleme dabei hatten, Teile von diesem neuen Setup von diesem neuen Layout und so weiter hier zu integrieren, sodass sie funktioniert haben und dass ich daher von jemand anderem quasi sein OBS-Profil mir genommen habe und da war dann 1080p Standard. Ja, also das, ich finde, es sieht auf jeden Fall gut aus und solange es stabil ist, ne, beibehalten. Ich habe auch die Bitrate ein bisschen hochgesetzt, also ja, hoffentlich kommen wir gut bei euch an und damit kommen wir dann zu den Video-Quickies. Ja, vielleicht noch ganz kurz zuvor noch mal Kritik. Die einzige Kritik, die ich gelesen habe am neuen Design, ich mache da mal ganz kurz eine Abstimmung. Neues Design gut,
Ja, nein, frage deine Community. War von Elena. Elena, die immer guckt, dass wir auch wirklich alle Superchats vorlesen. Vielen Dank dafür nochmal, Elena, dass du uns hier immer so gut aushilfst. Sie war die Einzige, die, wenn ich das von richtig gesehen habe, die geschrieben hat, dass ihr das nicht gefällt. Wundert mich so ein bisschen. Sieht das nicht ein bisschen fesch aus wenigstens, Elena? Naja, man kann am Ende nicht jeden glücklich machen. Ich dachte eigentlich auch, also das Ding ist halt, das ist ein Podcast, den gucken viele Leute jeden Sonntag seit 3 Jahren. Ne? Und man ist dann ja irgendwie auch so ein bisschen emotional gebunden an die Dinge, wie sie sind. Ne? Insofern hatte ich eigentlich sogar mit einem größeren Pushback gerechnet. Dass die Leute halt einfach es haben wollen, wie es war, ne, weil sie daran, also sowas sogar bei mir so ein bisschen, ne? Ich meine, du hast das mehr mitbekommen als jeder andere. Sogar ich habe mich ein bisschen gegen dieses neue Design gewehrt, weil ich es halt mochte, wie es war. Kann ich bezeugen. Ist halt, ich bin auch so ein bisschen autistisch. Ich mag es nicht, wenn sich Sachen ändern. Ich mag keine Veränderung. Ich verstehe. Du bist oldschool unterwegs. Übrigens, Abstimmung läuft noch. Und ja, aktuell 81. 80, es wird immer weniger. 80 zu 20. Also die meisten scheinen es auf jeden Fall zu mögen. Ich glaube nicht, dass die Stimmung da noch kippt, dass wir auf unter 50% für Ja kommen. Und ich habe noch einen Superchat von Giku für $25. Der ist gerade eben reingekommen. Vielen, vielen Dank. Geiles neues Layout, passend zum Thema sogar. Was für einen Wochenstart. Erst hat der beste Podcast Jubiläum und morgen dann noch das beste Land der Welt. Gibt es eigentlich eine Chance, dass Charlotte mal wieder zu Gast in die Wabe kommt? Ja, die Chance gibt es auf jeden Fall. Ist aktuell nicht irgendwie vereinbart oder so. Aber die Chance, klar. Also, ja, klar. Wenn es noch viel anders gibt, sehr, sehr gerne von unserer Seite aus. Also auch von mir aus einfach mal so, ne? Shatti wird demnächst mal wieder kommen. Wir haben ja auch diverse Gäste, die kommen einfach mal so halt vorbei. Und ja, klar, dazu könnte auch einfach Charlotte zählen. Also vielleicht machen wir einfach nochmal demnächst einen Podcast. War ja so ein bisschen vom Redeanteil problematisch gelaufen letztes Mal. So, wir hatten halt so einfach unser Programm durchgezogen und das quasi auch aufgebaut, ohne dass da wirklich so Platz war für Gespräche oder irgendwas, und dann ist ihr Redeanteil etwas untergegangen. Da könnte man ja auch mal gucken. Wir haben das nicht mal gemerkt. Das war das Geilste. Ich habe das erst im Nachhinein gemerkt, dann glaube ich in der Kommentarsektion, ne, wo es hieß, dass wir irgendwie Charlotte gar nicht zu Wort haben kommen lassen oder irgendwie mit eingeplant haben. Und dann war es so, stimmt. Ja, stimmt. Stimmt, also das war mir selber nicht bewusst. Ich beende mal die Umfrage, ist gerade bei 79,21. Also immer noch recht eindeutig. Und Elena Herb hat auch nochmal geschrieben, nee, ich find's richtig hässlich. Die einzige bin ich damit auch nicht, aber scheinbar gehöre ich zu einer Minderheit. Warte mal kurz, wieso denn nee, ich find's richtig hässlich? War das so gemeint? Also so richtig hässlich? Wahrscheinlich, weil ich den Frame jetzt draufgepackt habe von man hängt halt so sehr an dem Alten und sie sagt, nee, ich find's einfach scheiße. Ja, gut, soll's auch geben. Tut mir leid. Liebe Elena. Ich hatte halt auch so ein bisschen darauf bestanden, dass das alte Farbspektrum von Orange, Gelb und Lila beibehalten wird. Ja, damit man halt jetzt nicht komplett einen Umbruch macht. Ja, wie gesagt, es kann nie irgendwas allen gefallen. Ne? So ist es. So ist es, alles klar. Dann kommen wir zu unseren Video-Quickies. Da haben wir zuerst die Kamala Harris, amtierende US-Vizepräsidentin, die sich ganz die Karikatur wie die Präsidentschaft von Joe Biden insgesamt vorstellt mit Pronomen. Good afternoon. I want to welcome these leaders for coming in to have this very important discussion about some of the most pressing issues of our time. I am Kamala Harris. My pronouns are she and her. I am a woman sitting at the table wearing a blue suit. Erinnert ihr euch noch, als Trump seine wunderschöne Mauer bauen wollte? Damals ließen die US-Medien uns unisono wissen, dass eine befestigte Grenze rassistisch sei. Beim Rolling Stone kamen damals nicht 2, auch nicht 3, sondern direkt 6 Historiker zu Wort, um uns zu erklären, wieso Trumps Mauer überhaupt nicht funktionieren wird. Und obwohl die Mauer gar nicht funktionieren kann und außerdem auch noch rassistisch ist, hat die Biden-Administration diese Woche klammheimlich angefangen, die Grenzmauer zwischen Arizona und Mexiko auszubessern. Ein scheinbarer Widerspruch. Und darauf wurde auch Bidens neue Pressesprecherin Karine Jean-Pierre angesprochen. Ich habe dich vorhin schon gefragt, ob du die Frau kennst. Du kanntest sie nicht. Deshalb kommen wir auch gleich nochmal zu einem weiteren Video-Quickie. Da wird sie euch dann zeigen, oder wir zeigen euch, wie sie sich damals
vorgestellt hat, als sie das Amt von Jen Psaki übernommen hat. Im ersten Satz hat sie sich bereits vorgestellt als schwarze, erste Frau, erste Schwule und erste Immigrantin, die dieses Amt ausübt. Also das waren die wirklich wichtigen Qualifikationen, die sie da vorzuweisen hatte. Jedenfalls baut Biden jetzt also eine Mauer und darauf angesprochen reagiert sie, die damals die Mauer übrigens ebenfalls als rassistisch bezeichnet hat, wie folgt. Why is the Biden administration building a border wall in Arizona? So, we are not finishing the wall. We are cleaning up the mess the prior administration left behind in their failed attempt to build a wall. And I just want to be very, very clear here. On day one, we returned the money, the $8 billion the prior administration took from our military. We gave that back to the military for military families, for schools, for bases. That's what that money was being used. That's what it was taken away from. And so, again, what we're doing is cleaning up the mess that the prior administration has done. But President Biden, when he was a candidate, said, there will not be another foot of wall constructed in my administration. Yeah. So what changed? We are not finishing the wall. If walls work in that part of Arizona, is this the administration trying to get migrants to cross somewhere else, like in Texas? What is the plan? We are not finishing a wall. We are cleaning up the mess that the prior administration made. We are trying to save lives. This is what the prior administration left behind that we are now cleaning up. By finishing the wall, is this? We are not finishing the wall. By filling in, finishing? We are not finishing the wall. By filling in, is this racist? Because in 2019, when the former guy was proposing a wall, you said that it was his racist wall. So how is this any different? I'm just having a hard time understanding how this is any different. I'm not even sure how you get to your first question, to this question that you just asked me. I will say this, a border wall, I'm answering your question. A border wall is ineffective use of taxpayer dollars. So it's ineffective of taxpayer dollars, dollars that actually went to the military that the last administration, the prior president, took from the military, which took away from schools, which took away from military bases. That's what that money that he pulled away from to build this wall that he wanted, that is ineffective, by the way, which I just said. Ja, und dann jetzt hier nochmal, wie gerade angekündigt, die Antrittsrede von Karine Jean-Pierre, in der sie ziemlich hart abgebärbockt hat, obwohl sie 1:1 vom Zettel abliest und natürlich ganz wichtig betont, dass sie POC ist, weiblich, gay, Immigrantin und voll divers und so. Viel Spaß. I just want to say a few words about how honored I am to be here with all of you today in this role, in this room, standing behind this podium. I am obviously acutely aware that my presence at this podium represents a few firsts. I am a black, gay, immigrant woman, the first of all three of those to hold this position. I would not be here today if it were not for generations of barrier-breaking people before me. I stand on their shoulders. If it were not for generations of barrier-breaking people before me, I would not be here. But I benefit from their sacrifices. I have learned from their excellence, and I am forever grateful to them. Representation does matter. You hear us say this often in this administration, and no one understands this better than President Biden. Ich habe gerade schon Kasper hier gefragt, wo denn diese Frau wirklich herkommt, was ich jetzt nicht alltagsrassistisch konnotiert meine, sondern wo sie gearbeitet hat vorher. Das war ja bei der guten Jen Psaki, CNN, die sie ersetzt hat. Und ja, keine Ahnung, wo die herkommt. Ich habe jedenfalls noch einen kleinen Quickie, bevor wir zum Ende kommen mit dem offiziellen Teil der Folge. Und zwar, Kasper, hast du bemerkt, dass in Berlin die nächtliche Beleuchtung von quasi allen größeren Bauwerken, hast du nicht bemerkt? Nein. Also ich habe mitbekommen, dass da irgendwas gemacht werden soll, nicht in Berlin, sondern ich habe mitbekommen, dass es hier und da mal Pressemitteilungen gab, irgendwie soll jetzt irgendwo irgendwas gemacht werden, aber das habe ich noch nicht mitbekommen, nein.
Ja, die haben jetzt alles abgeschaltet. Insgesamt mehr als 200 Bauwerke. Halt irgendwie so Kirchen, Sehenswürdigkeiten und so weiter. Ne? Hier werden als Beispiel der Dom, die Marienkirche, das Zeughaus, das alte Palais, der Lustgarten, das Reiterstandbild, die Siegessäule, die Staatsoper, die Deutsche Oper, Gedächtniskirche, das Rote Rathaus und das Schloss Charlottenburg benannt. Also die werden jetzt alle nicht mehr beleuchtet für, ich glaube, die Freiheit. Nicht das Klima, ne? Ja, ich glaube auch. Nee, ich glaube, das ist die Freiheit in dem Zusammenhang, ja. Genau, für die Freiheit werden die nicht mehr beleuchtet. Ja, da freut man sich. Also fühlst du dich schon freier als Berliner so? Ich wusste das ja bis gerade gar nicht, wie frei ich eigentlich bin. Aber jetzt, wo du das erwähnst, ja, ziemlich. Das fühlt sich einfach gut an. Ja, du bist so frei, dass du dir nächtlich nicht mehr irgendwelche Sehenswürdigkeiten angucken kannst. Ja, das habe ich mir immer gewünscht. Das war immer mein großer Traum. Ich habe mir immer gesagt, ich werde mich zur Ruhe setzen können, wenn ich mir nachts keine Sehenswürdigkeiten mehr werde angucken können. Endlich. Jetzt ist es soweit. Ich meine, manchmal ist ja auch, also die Möglichkeit spukt dann in deinem Kopf rum, während du abends vorm Fernseher sitzt und lässt dich nicht in Ruhe. Aber ab jetzt wird diese Stimme in deinem Kopf verstummen. Du kannst dir nichts mehr angucken, denn es ist alles dunkel. Toll. Außer du willst mit Taschenlampe dahin gehen. Großartig. Ja, das ist das Ende des offiziellen Teils für heute. Und damit kommen wir zu euren Superchats. Und wir sehen uns gleich nach einmal dem Einmal die Bienen. Du hast die Bienen. Oh, die Bienen. Ja, stimmt, die Bienen. Einmal noch kurz die Bienen. Nochmal, wir werden das in Zukunft auch öfter machen. Genau, mit einem Timer oder so, dass die öfter mal durchs Bild huschen für euch. Genau, also... Zoomen wäre wahrscheinlich anstrengend. Es würde dem Effekt gut stehen. Aber das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu anstrengend für den Hintergrund. Müsste dezent sein, ne? So ganz dezent. Dann könnte ich es mir vorstellen. Ja. Ja, dann bis gleich bei euren Superchats. Wir machen das so, ich suche da mal was raus, Schlurmo, und das zeige ich den Zuschauern dann, sobald wir bei den Superchats sind. Alles klar, bis gleich.